Erzählcafés geben Einblicke in Lebenswelten. Es geht um persönliche Sichtweisen. Und da kann es schon passieren, dass diese Sichtweisen unterschiedlich sind. Aber es ist schön, mal in diese anderen Sichtweisen einzutauchen und sich auch damit auseinanderzusetzen. Und auch jetzt, ich sage jetzt einfach mal, die Ella ist einfach ein gutes Stück jünger wie die meisten hier, zu hören, wie denken Menschen mit 20 ungefähr und was beschäftigt euch. Da bist du jetzt stellvertretend für die anderen, aber du sprichst für dich. Genau, also dass wir da diese Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten bekommen. Und Frau Dr. Felicitas Mogler ist Astrophysikerin. Das, glaube ich, ist so eine Lebenswelt, ein Beruf, von dem wir alle nur staunen können. Und es ist ganz schön, dass sie uns da Einblick in ihre Arbeit und in ihre Arbeit auch als Wissenschaftsjournalistin geben. Genau. Wir haben uns eben auch gedacht, dass wir heute mal so die Frauenbrille aufsetzen. Also jetzt wirklich mal schauen, auch was fördert Frauen in ihrem Beruf, was hemmt, welche Netzwerke brauchen Frauen, um weiterzukommen oder haben ihnen genutzt oder wo war es auch schwierig. Dass wir deshalb, haben wir gesagt, Frauen die Spuren hinterlassen. Und ich glaube, ganz viele Frauen hinterlassen Spuren, aber heute haben wir sie beide ausgesucht und ich freue mich jetzt sehr aufs Gespräch. Also wir machen es jetzt so ungefähr eine halbe Stunde für Frau Mogler, eine halbe Stunde für die Frau Wörlein, dann machen wir Pause und dann gibt es das gemeinsame Gespräch. Gut, Frau Mogler, Sie sind in Germering aufgewachsen. Sie sind jetzt 47, das haben wir schon in unserer Ausschreibung geschrieben gehabt. Wie war es in den 80er Jahren in Germering? Also 80er Jahre in die 90er Jahre rein, ja gut war es. Gut. Vor allem ganz zu Beginn, also ich sag mal Anfang der 80er Jahre, da war der Himmel noch dunkler. Also es gab noch nicht so viel Lichtverschmutzung, also wenn Sie mich genau danach fragen vielleicht. Und da konnte man noch mehr Sterne sehen und auch die Milchstraße. Und ich glaube, die hat mich einfach damals fasziniert schon. Aha, okay. Es gab wirklich so viel weniger Lichtverschmutzung wie jetzt. Bisschen übersteuert, oder? Ja, ich höre jetzt auch. Also ich kann es weiter weghalten, wenn Sie mich so hören. Okay. Nicht für Sie zu hören? Höher halten. Noch höher halten. Das hört sich noch schlechter an. Okay. Okay, gut. Wir probieren es einfach. Ja. Also praktisch schon sehr früh haben Sie in Germering die Sterne gesehen. Wie kam das dazu? Ja, wenn man nachts hochguckt, sieht man die Sterne. Ja, ich meine, ob man sie sieht, das ist das eine, was man sich dabei denkt. Und ich fand es halt faszinierend. Und dann gab es, ja, in Germering gibt es immer noch am Max-Born-Gymnasium die Sternwarte, die gab es damals schon und die hatten ein Abendprogramm. Mhm. Und da konnte jeder hingehen und das war auch, bevor ich auf die Schule gegangen bin, gab es auch irgendwie so für Kinder Vorträge oder, ach so, oder Beobachtungsabende. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, dass die Möglichkeit einfach da war. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern oder so gesagt mich da irgendwie eingeführt hätten, aber es war einfach... In der Umgebung gab es einfach die Möglichkeiten. Okay, also schon bevor Sie auf das Gymnasium gingen, sind Sie zu den Abenden dahin gegangen, um schon mehr darüber zu wissen. Und dann an der Schule, gab es da auch so eine AG oder so? Ja, aber erst viel später, ja. Mhm. Also ich habe eigentlich, hier sind wir bei Büchern, ich habe einfach die Bücher genutzt, um mich da einzulesen. Und ich habe sowieso gerne gelesen und dann, ja, habe ich einfach das genutzt, ausgenutzt. Okay, da wo es Interesse hinging, genau, sind Sie dann. Ja. Genau. Und seien Sie dann also gut gefördert worden an der Schule oder war das jetzt einfach Zufall, dass Sie sich da so selbstgesteuert dahin bewegt haben? Also es war tatsächlich so, ich sage, viel hängt ja auch von Lehrern ab und ich hatte zwei sehr gute Lehrer, aber ich hatte auch, mein erster Physiklehrer war eben nicht so, dass man sagen könnte, man fördert das Interesse und da muss ich ganz klar sagen, also wenn man jetzt, also rückblickend bin ich froh, dass ich davor das Interesse dafür hatte, weil sonst hätte er mir das Interesse verdorben oder gar nicht gefördert. Danach aber hatte ich sehr gute Lehrer, also das muss man schon auch sagen. Auch gerade die Sternwarte haben Leute, also war damals ein Lehrer, dann kam ein zweiter dazu, dass die so ein Astro-Team von Schülern dann auch, das fällt und oder lebt ja dann auch immer mit einer Person, die dahinter steht. Und hinter der Sternwarte war schon ein ganz toller Lehrer dann. Und das war aber dann einfach später, wo man dann später als Teenager, Jugendlicher oder mit 16, 17 dazukommt und dann auch mit. Ja? Entschuldigung. Ja?
Aber das hat jetzt eigentlich sehr gut funktioniert. Wir testen jetzt mal das andere Mikrofon. Das ist auch rot, ich glaube, die Batterie ist alle. Echt? Verstehen Sie das besser? Jetzt können Sie langsamer. Ein bisschen langsamer sprechen, okay. Genau. Und so nah dran, glaube ich, hört man ja. Sie sehr gut. Okay. Darf ich mal nachfragen, was hat so ein Astro-Team dann da so konkret gemacht? Ich bin da leider sehr weit weg. Genau, also das Astro-Team hat die Sternwarte praktisch mit belebt und die haben die Vorträge für die Öffentlichkeit auch zum Teil gemacht. Mhm. Ja, das also einfach einmal im Monat ein Vortragsabend und einmal im Monat Beobachtungsabend. Okay, wie sich der Himmel dann so verändert, genau, ja. was jetzt praktisch gerade aktuell ist, was man jetzt sehen kann, ja. Oder? Mhm. Okay. Was begeistert Sie so an den Sternen? Ja, einmal finde ich, gehört es einfach dazu, das Außenrum. Was um die Erde, also wir sind ja mittendrin mit der Erde, also es ist einfach die umfassendere Umwelt, würde ich sagen. Und es gibt natürlich, wie wir heute noch viel mehr sehen als damals mit den tollen Teleskopen, James Webb oder auch lange Zeit mit dem Hubble-Teleskop, unglaublich tolle Bilder. Das sieht man nicht so toll, wenn man es mit einem bloßen Auge durchs Fernglas anschaut oder Fernrohr anschaut, aber einfach, ja, was es da alles in den unendlichen Weiten gibt, was da passiert. Aber es zeigt dem auch, was wir auf der Erde sind. Ne? Also das ist vielleicht nachher auch noch für unser Gespräch interessant. Also wir haben einfach nur die eine Erde und das zeigt auch, wie klein wir sind und wie bedeutungslos wir sind. Ja. Sie haben dann mir gesagt, dass Sie im Physik-Leistungskurs waren und das einzige Mädchen waren. Also ich habe einen Mathe-Leistungskurs gehabt und wir waren zwei Mädchen. Und ich hatte so einen sehr konservativen Mathe-Lehrer. Und ich habe mich damals schon dauernd geärgert, weil er immer uns Mädchen gefragt hat, ob wir es verstanden haben. Also das fand ich wirklich grässlich. Ja. Wir waren eigentlich in der Mitte des Feldes, sage ich jetzt mal. Aber uns hat er gefragt, wenn ich es jetzt wohlwollend sage, dann hat er gemeint, wir sind vielleicht kommunikativer wie die Jungs. Aber ich habe mich echt immer ziemlich drüber aufgeregt. Wie war es als Mädchen im Physik-Leistungskurs? Ja, Physik-Leistungskurs, das war nicht das Problem. Also da war ich ja schon so weit, dass ich auch Astronomie und Physik mich dafür interessiert habe und das wussten alle. Und, aber das war eben eher dieser erste Physiklehrer, den wir in der ersten Klasse hatten, in der achten Klasse hatten, also in der ersten Physik, im ersten Physikjahr, der war in die Richtung. Aber nee, das war einfach, wir waren sowieso nur acht Schülerinnen und Schüler und insofern, es war ein kleiner Kurs, wir kannten uns alle und das war gar kein Thema. Gab es eigentlich Physiklehrerinnen bei Ihnen an der Schule? Ja, da kamen die ersten Physiklehrerin und eine Mathelehrerin kamen dann gerade in der Zeit, aber bis kurz, eine Zeit lang waren auch nur Mathelehrer und Physiklehrer tatsächlich. Gab es damals schon so eine MINT-Förderung wie jetzt? Oder wie heißt diese Girls' Day oder sowas? Wenig. Mhm. Ja, aber dann haben Sie das Abitur gemacht und dann ging es in die weite Welt. Genau. wo sind Sie dann hingegangen? Also ich habe in London studiert. London, Teneriffa, aber dann auch wieder in München tatsächlich meine Doktorarbeit gemacht. Mhm. Genau. Wie war es in London zum Studieren? Es war gut, es war, wenn wir bei dem Thema Frauen sind, interessanterweise waren in London 30% Frauen im Physikstudium, als ich dann zurückgekommen bin nach München, deutlich weniger. Mhm. Und auch in Spanien, wo ich ein Jahr war, waren es deutlich mehr Frauen einfach. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, also in England ist es zumindest so, dass man geht mit einer anderen Haltung ans Studium ran. Also man studiert nicht Physik, weil man in die Forschung gehen möchte, sondern man geht auf eine gute Uni, um einen guten Abschluss zu haben. Physik macht man, damals gab es ja in Deutschland noch das Diplom. Und in London schon Bachelor und dann Master, also diese andere Staffelung. Und viele haben einfach einen Master gemacht, sind dann in die Wirtschaft gegangen. Und in Deutschland war es mehr so, dass man Physik vielleicht doch mit den Ambitionen studiert hat, in die Forschung zu gehen oder Entwicklung. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, weil man einfach mit einem anderen Hintergrund, mit anderen Gedanken, mit anderen Zukunftsaussichten dran geht. Also die wollten gar nicht unbedingt
mit Physik weitermachen, nee, sondern es ging nur darum, praktisch diesen Bachelor oder Master zu haben. Wobei das sich jetzt auch nicht nur auf Frauen bezieht, also es ist ganz allgemein so. Dann war es sehr international, das war auch gut durchgemischt und da auch geschlechterspezifisch durchgemischt. Und sonst, also ich weiß jetzt nicht so viel vom Schulsystem von damals, aber ich glaube, inzwischen hat sich das auch in Deutschland geändert. Und Spanien kann ich nicht den Grund sagen, aber von Italien habe ich einen interessanten Grund gehört, warum da mehr Frauen in den Naturwissenschaften und in der Astrophysik sind, der aber auch nicht für sich spricht. Und zwar, die Männer studieren Jura. Physik ist sowas, das ist nicht so wichtig. Die Männer studieren Jura, also ich weiß nicht, wir haben hier einen Italiener, ob er das bestätigen kann. Ich habe das letztens von einem Astrophysikprofessor gehört, dem das seine Kollegen aus Italien gesagt haben. Also Physik ist gar nicht so angesehen, das Angesehene macht so. Also es ist nicht sehr positiv besetzt, wenn man das so sieht. Aber, und dann dürfen es die Frauen auch studieren, oder wie? Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich weiß, dass in Spanien, Frankreich und Italien wird schon länger mehr darauf geachtet, dass insgesamt auch so ein bisschen Ausgleich da ist. Auch da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, was sich da in Deutschland ändern könnte oder was da die Förderung sein könnte. Warum sind Sie gerade nach Teneriffa gegangen? Ja, das ging dann von London aus nochmal so einen Austausch herzumachen und gerade weil man da speziell eben Astrophysik machen kann, da stehen tolle Teleskope. Weil das Klima einfach so gut ist, dass man gut Sterne sehen kann, beobachten kann und kaum Lichtverschmutzung ist. Und das war einfach nochmal eine Spezialisierung in die Richtung. Also studiert man zuerst Physik und dann spezialisiert man sich auf Astrophysik oder macht man das gleich? Also in der Regel gibt es tatsächlich einfach das Physikstudium und dann gibt es Spezialfächer, Wahlfächer und da gehört eben Astrophysik dazu. Speziell Astronomie oder Astrophysik zu studieren, gibt es kaum. Also man braucht sowieso Physik. In Österreich gibt es, glaube ich, in Graz zum Beispiel, also in einzelnen Unis. War das in Teneriffa dann das erste Mal, dass Sie so ein großes Teleskop gesehen haben? Oder war das? Ja, also das war schon größer als das, was wir hier hatten, natürlich. Wir durften als Studenten tatsächlich die großen Teleskope da auch nutzen für unser Praktikum. Die ganz großen stehen in Chile und Hawaii, die habe ich damals nicht genutzt. Aber mittlerweile waren Sie da schon? Auf Hawaii war ich, aber auf einer Konferenz jetzt nicht, zum Beobachten nicht. Können Sie uns irgendwie was Sie zum Beispiel da beobachtet haben, erklären? Ich weiß nicht, ob unser physikalisches Wissen reicht, aber so ungefähr, was Sie da versucht haben zu erforschen oder zu beobachten? Also das war damals vor allem im Praktikum. Also das heißt, ich habe darf ich vielleicht ein bisschen vorgreifen? Also ich erkläre vielleicht, was ich später gemacht habe. Und zwar, ich erkläre vielleicht, das ist besser zu verstehen jetzt. In meiner Diplomarbeit habe ich Daten genutzt, die man mit Satelliten aufgenommen hat von Sternen. Also man hat die Teleskope auf der Erde, aber die Erdatmosphäre lässt nicht alle Strahlung durch. Und Röntgenstrahlung zum Beispiel kann man nur aus dem Weltall beobachten. Und ich habe Daten genutzt von Röntgenteleskopen, die besonders junge Sterne angeguckt haben. Und junge Sterne sind besonders heiß und die strahlen dann nicht nur im sichtbaren Licht oder im UV-Licht wie die Sonne, sondern auch in der Röntgenstrahlung. Und das habe ich damals untersucht. Genau. Okay, so. Also die Sonne strahlt auch in Röntgenstrahlung, aber junge Sterne einfach nochmal besonders sind. Genau. Junge Sterne sind wie alt? Junge Sterne, 10 Millionen bis 1 Milliarde Jahre, es ist noch jung. Okay. Ja, wie war das so, als so international zu studieren? Haben Sie da, mit wem waren Sie da so zusammen? Haben sich da Netzwerke gebildet? Ja, in jedem Fall. Also genau, vor allem aus London. Die hatten sowieso nochmal auch 30% internationale Studentinnen und Studenten. Und ja, natürlich ist man da zusammen. Also man ist mit Engländern zusammen, aber man ist auch international mit den Studentinnen und Studenten zusammen und macht man natürlich Dinge zusammen und ja, in jedem Fall.
und bleibt dann auch, oder? So? Ja, doch. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich ist die Szene auch überschaubar, oder? Nee, schon sehr groß. Also ja? Wenn es 30% sind und auch jedes Jahr neue dazukommen. Und letztlich gibt es dann so Netzwerke wie von den großen Unis sowieso, Alumni-Netzwerke oder so natürlich, ja. Mhm. Und dann sind Sie doch wieder nach München zurückgekommen? Ja. Warum? Ja, das hatte einen Grund, und zwar, ich hatte ja das Master-Bachelor-System schon erwähnt und das noch deutsche noch Diplom, also ist ja inzwischen auch anders. London war super, war ganz toll, mit ganz vielen Dingen, spannenden Erfahrungen, aber das System fand ich sehr verschult. Und ich wollte dann für meine Promotion freier sein, also weil man hat in England, in Amerika auch noch sehr viele Regulatorien, was man machen muss, nochmal an Curriculum, Stundenplan und so. Und ich hatte das einfach als freier empfunden. Genau. Das heißt, Sie haben Bachelor und Master im Ausland gemacht und dann... Also einen Abschluss habe ich tatsächlich hier gemacht. Ach so, also okay. Ich habe mir viel anerkennen lassen, aber den Abschluss tatsächlich hier gemacht. Ja. Und ist die Münchner Uni da gut? Ja, in jedem Fall. Die ist auch sehr gut. Also LMU, also es gibt ja zwei Unis, sind beide sehr gut. Die Sternwarte, Universitätssternwarte ist von der LMU, von der Uni, und die haben sogar auf dem Wendelstein auf dem Berg ein Observatorium, ein eigenes, das auch wirklich gute Sachen machen kann. Okay. Und dann hat sich sicher die Frage gestellt, was machen Sie nach dem Studium? Was waren da Ihre Überlegungen? Ja, in die Forschung zu gehen, das habe ich auch erst gemacht und nach einiger Zeit in der Forschung, das ist ja immer so, das wissen Sie alle auch aus der ganz aktuellen Diskussion, gibt es so immer Zweijahresverträge, und irgendwann dachte ich, ja, ich möchte einfach auf Dauer an einer Stelle sein, an einem Ort sein, und habe dann mich entschieden, in die Wissenschaftskommunikation zu gehen, in der Hoffnung, dass ich da einfach ein bisschen beständiger irgendwo an einer Stelle sitzen kann. Genau. Waren Sie dann an der Forschung an der Uni oder? Noch am Max-Planck-Institut in Garching, genau. Und die haben eben nur so kurzfristige... Ja, das ist generell so, ganz generell so einfach. Es gibt ganz wenige einzelne feste Dauerstellen, Professuren, aber ganz, ganz wenige. Und bis man da ist, dann dauert es einfach Jahre, und man möchte irgendwann auch einfach mal ankommen irgendwo. Haben Sie auch mal überlegt, Professorin zu werden? Ja, ja, schon. Aber dann, ja, im Grunde ja. Aber das scheiterte jetzt auch an diesen Zeitverträgen oder was auch? Ja, das habe ich dann gar nicht mehr in Angriff genommen, weil es einfach zu lange dauert, bis man da durch man landet, zwei Jahre Frau landet. Ja. Und wie war das da so mit Frauenförderung an der Uni? Also kann ich gar nicht sagen. Also gab es nicht unbedingt. Man hat alles gemacht, was es gab, aber es gab keine Frauenförderung in dem Sinne, damals nicht. Und Frauenbeauftragte? Gab es sicher, ja. Aber da ist man hingegangen, wenn es Probleme gab. Okay. Oder Belästigung oder so. Aber das habe ich zum Glück nicht erfahren. Okay. Und das heißt, Sie sind aus der Wissenschaft so rausgegangen, wirklich wegen diesen Zeitverträgen. Und wie kam es, dass Sie diese Wissenschaftskommunikation für sich entdeckt haben? Ach, das habe ich eigentlich schon länger auch nebenbei gemacht. Also auch noch während meiner Promotion oder davor. Da war auch das... Ja, der Astronomie auf internationaler Ebene. Und da habe ich dann schon Wissenschaftskommunikation ehrenamtlich praktisch gemacht, und dann bin ich da so reingekommen und habe dann als Pressesprecherin von dem Max-Planck-Institut gearbeitet, und dann bin ich in Wissenschaftsjournalismus gegangen. Und ist das jetzt so ein, also Sie haben zuerst erzählt, dass Sie freiberuflich sind, aber das ist so, dass es stabil ist, dass Sie da mehr Sicherheit gefunden haben? Also finanzielle Sicherheit nicht, aber dass man nicht ständig wieder Ortswechsel hat, zum Beispiel. Ja, über was schreiben Sie denn so? Über die Sterne. Über die Sterne? Ja, im Grunde genommen, also ich schreibe für Tageszeitungen, für populärwissenschaftliche Journale oder Bücher. Da liegen noch welche. Sie haben ja in der Bibliothek Bücher sogar, was sehr schön ist. Und ich spreche mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und lese auch selber die Veröffentlichung, und dann schreibe ich das so auf, dass ich hoffe, dass es viele Leute verstehen. Vielleicht zeigen wir mal die Bücher. Also Sie haben insgesamt 3 Bücher geschrieben. Ich glaube, das war das erste, Astronomie und Universum, was wir über das Weltall wissen. Gibt es hier in der Bücherei.
Und dann die Evolution des Universums vom Urknall bis in die Ewigkeit. Genau. Zwei beeindruckende Bücher. Genau, ist auch hier von der Bücherei. Das dritte, finde ich, könntet ihr noch anschaffen, Diana. Ja, genau. Das geht nämlich, glaube ich, das haben Sie mit einem Kollegen geschrieben. Genau, der auch aus Fürstenfeldbrucker Landkreis übrigens kommt. Robert Schwarz ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Der hat 15 Winter am Südpol verbracht, um dort physikalische Experimente zu betreuen. Ursprünglich aus Alling, war auch am Max-Born-Gymnasium. Wir kennen uns seit der Zeit, weil er auch im Astro-Team war. Ach, okay. Und ja, es ist eine andere Art von Buch. Es ist mehr so, also es wird das Leben dort am Südpol erzählt, was man macht. Und ja, genau. Aber es lohnt sich auch. Genau, fände ich eine gute Anschaffung. Ja. Ja. Genau, also das ist wirklich so, ich habe jetzt heute so ein bisschen ins eine reingelesen, wirklich. Ich bin da sehr weit weg, weil meine physikalische Bildung sehr weit weg ist, aber das ist sehr verständlich geschrieben. Genau. Also es sind Sachbücher ja auch im Kosmos Verlag erschienen, aber es ist nicht trocken. Also es ist schon als Geschichte gemacht und vor allem das Neuere, das geht auch um die Historie so ein bisschen mit. Vor 100 Jahren ziemlich genau hat ja unsere heutige Art über das Universum nachzudenken angefangen und das geht so Hand in Hand mit den Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben. Genau, und Sie sind da jetzt bei einer, glaube ich, Genossenschaft von Journalisten, Riff Reporter. Genau, mögen Sie das auch mal da gesehen. Die erklären, hängen da auch sogar, genau. Was das... Die gibt es auch, genau, das habe ich gesehen. Ist das eine Zeitschrift? Oder? Nee, das genau, also ich erkläre gerne was dazu. Genau, also vielleicht erklären Sie uns das. Es ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten, die eine Medienplattform aufgebaut haben, die nutzen wir für meistens Artikel, aber auch Podcasts, wo alle möglichen Themen aus Wissenschaftsjournalismus bespielt werden. Und genau der Bezug zur Bibliothek, also man kann es als Einzelnutzer abonnieren, aber es gibt auch, viele Bibliotheken haben das auch abonniert und dann können die Bibliotheksnutzer das in der Bibliothek kostenfrei nutzen und lesen. Okay. Und Sie haben jetzt im Herbst einen tollen Preis bekommen. Und zwar, ich muss jetzt nachschauen, den Röhlin-Preis, glaube ich, heißt es. Ein Preis für Wissenschaftspublizistik vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Genau, das Max-Planck-Institut verleiht denen. Das ist über eine Privatstiftung eben, die Hanno- und Roth-Röhlin-Stiftung. Mhm. Genau. Mhm. Und es war dann ein großer Festakt? Also der Preis selber wird jedes Jahr oder alle zwei Jahre auf der Jahrestagung der Astronomischen Gesellschaft vergeben. Da werden auch noch andere Preise vergeben, also in dem Rahmen dann. Und genau, ja. Aber herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Man kann im Internet da einen Artikel dazu finden. Genau. Dankeschön. Hat denn so der Wissenschaftsjournalismus durch Corona recht an Bedeutung gewonnen? Ich denke ja. Schon, gell? Also Corona und auch Klimawandel, also es ist genauso wichtig, denke ich, und wird die nächsten Jahre auch noch wichtiger werden. Und gestern ist eine sehr gute andere liebe Kollegin von mir auch noch ausgezeichnet worden mit einem anderen tollen Preis, die auch genau dazu was gesagt hat. Insofern, ich kann nur das, was sie gestern auf der Preisverleihung gesagt hat, praktisch wiederholen, dass einfach die Wissenschaftskommunikation und die ja in der Pandemie enorm wichtig geworden ist und auch zu verstehen, die Modelle dahinter. Und auch Personen damit bekannt geworden sind, oder? Also mir war es jetzt vorher nicht so klar, aber ich denke jetzt mal, so ein Physiker ist in seiner Fachsprache drin und man braucht den Übersetzer oder die Übersetzerin dazu. Genau, ganz genau, dazu. Das ist das, was wir machen oder versuchen, das ist. Und da braucht es eigentlich gute Physikkenntnisse natürlich, aber auch journalistische, das dann in Sprache zu fassen. Mhm. Da haben Sie so Ihr Feld gefunden. Wie ist das denn jetzt so mit den Männern, die mit Ihnen zusammen studiert haben? Wo stehen die jetzt so? Sehen Sie da so Unterschiede? Gar nicht so sehr viel, muss ich sagen. Also es gibt einige in der Forschung, einige sind in die Industrie gegangen. Es ist unterschiedlich. Mhm. Und sind manche auch in die Uni-Karriere eingestiegen? Ja, einzelne schon. Aber das, ich meine, das war so oder so ein Weg, der letztlich dieselben Überlegungen, für die gilt ja genau das Gleiche, dass sie erstmal nur zwei Jahresverträge bekommen. Mhm. Also einer von uns ist tatsächlich Professor geworden in Österreich. Und ansonsten
weiß ich gar nicht. Also die sind alle so, alle haben irgendwas bekommen in jedem Fall. Ja, ich habe letztens mal wieder diesen Spruch gehört von Frauen, so hinfallen, Krone richten, weitermachen. Gibt es da so Situationen, wo Sie sagen, da, das war irgendwie, da musste ich meine Krone gescheit wieder richten und weitermachen, hätte es mich beinahe von meinem Weg vielleicht abgebracht, woanders hin? Also erstmal, ich habe gar keine Krone auf, deshalb richte ich die auch nie. Ich muss okay. da keine Krone richten und nur weil ich eine Frau bin, bin ich keine Prinzessin oder so. Natürlich gibt es irgendwie Widerstände, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo hingefallen sein wäre oder so. Oder große Stolpersteine. Ich nicht so sagen, nee. Und für Sie war es eigentlich immer klar dahin, gab es mal andere Überlegungen? Schon, nee, nicht, das nicht. Also was vielleicht in dem Zusammenhang schon interessant ist, dass man schon gucken muss oder ein Auge darauf haben muss auf das Umfeld. Weil es ist nicht immer so, wenn was nicht klappt oder so, dass es an einem selber liegt. Und ich glaube, da sind viele Generationen von Frauen so erzogen worden, dass es an einem selber liegt und dass man nur gut genug sein muss, genug lernen muss und dann klappt alles. Man muss auch gucken, dass das Umfeld passt. Mhm. Es ist, wie ich sage immer, wie so ein Samenkorn. Manche Pflanzen mögen eine bestimmte Art von Boden lieber und bestimmte Art von Pflanzen außenrum und können dann gut gedeihen und bei manchen klappt das gar nicht. Die brauchen irgendwie eine ganz andere Bodenart und andere Pflanzen außenrum. Mhm. Und da sollte man einfach aufmerksam sein darauf, was ist für einen selber gut von außen auch. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Wer hat Sie so unterstützt und gefördert, dass Sie so Ihren Weg gehen konnten? Also vielleicht umgekehrt war es bei mir, es hat mich niemand direkt daran gehindert. Also meine Eltern haben sich da schon ein bisschen gewundert, dass ich so früh mich für Sterne interessiere, aber die haben mich nie daran gehindert. Die haben nie gesagt, ja, du musst Medizin studieren oder mach das oder das. Also das war jetzt nicht so. Es war sicher ein Glück, dass eben dann dieses Astro-Team da war und auch ein guter Lehrer, aber ich habe mir dann eigentlich schon, auch dass ich nach London gegangen bin, habe ich mir selber ausgesucht und da hatte ich auch keine Unterstützung, weil meine Eltern wussten nicht, wie man das macht. Das musste ich mir alles selber raussuchen. Haben Sie da auch ein Stipendium oder so gekriegt? Nee, das nicht, aber damals war es tatsächlich so, dass die Studiengebühren, die ja in England schon damals da waren, für die EU-Mitglieder, und damals war Großbritannien war ja noch in der EU, dass die von der Local Education Authority erlassen wurden. Das heißt, London war teuer genug mit Wohnen und so, aber es gab keine Studiengebühren für mich. Insofern war das nicht unbedingt notwendig. Okay. Mhm. Und so Vorbilder haben Sie? Ja, gab es nicht so viele. Ja, natürlich, andere Ecke, aber. Nee, natürlich. Also das war ganz klar. Also ich habe, als ich damals so viel gelesen habe, war auch, bin ich natürlich über die ganzen bekannten Leute, die dann eben nicht mehr gelebt haben, gekommen. Und da war natürlich Marie Curie dabei und das war so eine der wenigen Frauen, die man kannte. Mhm. Lise Meitner dann noch. Mhm. In der Astronomie die Henrietta Swan-Leavitt, die eine ganz wichtige Rolle vor gut 100 Jahren, mehr als 100 Jahren gespielt hat. Mhm. Und vielleicht ist Ihnen vor ein paar Jahren der Film, ich weiß nicht, im Englischen hieß es Harvard Computers. Das ging um Frauen, die so um die Jahrhundertwende 1800 nach 1900, bei Harvard angestellt waren. Viele Frauen in der Astronomie, die Fotoplatten ausgewertet haben. Warum waren sie angestellt? Warum hat man sie so gerne angestellt? Weil sie praktisch nichts gekostet haben. Männer musste man viel mehr bezahlen. Aha, und die haben aber ganz, ganz wichtige Erkenntnisse in den Sternspektren, in der Physik der Sterne gehabt. Und also da kannte ich schon welche, wusste ich, da kannte man Einzelne, aber dass es eine ganze Gruppe ist, das wurde erst später so klar. Aber so direkte Vorbilder aus dem täglichen Leben hatte ich nicht. Nee. Ja, toll, dass Sie so Ihren Weg gefunden haben. Mir fällt jetzt gerade dieser Film Hidden Figures ein. Genau, darum geht es. Ja, genau, ich glaube, da geht es dann auch nochmal um die Frauen bei der NASA, genau. Das ist vor allem die farbigen Frauen, Sie den Film die gab's kennen, dann Hidden auch. Figures. Ja. Also die farbigen Frauen, die bei der NASA gearbeitet haben. Die gab es dann auch und, noch, sich dann sehr mit den Computern auch vertraut gemacht haben und sich so unentbehrlich gemacht haben, aber wie das einfach, wie schwierig das war genau, für die das farbigen Frauen. Genau, das war dann schon genau noch ein deutlich bisschen später, das war aber trotzdem ganz, das war der zweite, genau, das war ganz, ganz wichtig auch, ja. Mhm. Ja, jetzt würde ich gerne noch Ihnen die Möglichkeit geben, ein, zwei Frauen direkt an die Frau Mogler
zu stellen. Die Annette hat das Mikrofon, das probieren wir jetzt mal nochmal mit dem vierten Mikrofon. Wer hat denn eine Frage? Der Herr da hinten? Moment, warten Sie aufs Mikrofon. Ja, danke. Hört man? Ja. Man kann von der Erde sehr vieles sehen und man kann auch Sonden, Raketen ins All schicken, die wiederum Fotos machen und dann zur Erde schicken und neue. Letzte Woche, glaube ich, vor ein paar Tagen, gab es ganz neue Aufnahmen, ganz toll. Und davon weiß ich sehr wenig. Ich habe es gehört, dass eben ganz neue Fotos oder Aufnahmen von oder hinter der Grenze, die wir bisher kennen oder gekannt haben. Vielleicht zwei Sätze dazu. Und die zweite Frage ist, ich habe zwei nämlich, das Universum ist so groß und man immer wieder, oder ich hab auch selber die Vorstellung, dass es ein Zufall wäre, wenn wir die Einzige wären auf diesem Planeten, die so weit sind oder irgendwie. Was ist deine Meinung? Genau, erstmal danke Paolo, wir kennen uns. Genau, einmal zu der ersten Frage. Genau, ich hatte vorher schon kurz erwähnt, dass einmal haben wir ganz tolle Teleskope auf der Erde, aber nicht alle Strahlung kommt durch die Erdatmosphäre durch. Deshalb geht man aus der Erdatmosphäre raus und nutzt die Möglichkeit, Satelliten, auch Beobachtungsteleskope im Weltraum zu schicken. Mhm. Und da wurden jetzt letzte Woche die ersten Bilder von einer sehr neuen Mission vorgestellt, von der sogenannten Euklid-Mission. Die möchte das Weltall vermessen über, ja, soweit es irgendwie geht, was man ja schon lange versucht, aber noch mal viel besser. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass das Universum von dem, was man alles kennt, nur zu 5% aus Materie besteht, die wir sehen können, die aus Sternen, selbst leuchtenden Sternen, Galaxien besteht. Planeten gehören auch dazu, oder ich sag mal gewöhnliche Materie. Planeten strahlen ja nicht selber, die werden angestrahlt. Aber es gibt 20, 25% sogenannte dunkle Materie, Materie, die wir nicht sehen können, aber wir wissen, dass es sie gibt, weil in Galaxienhaufen, können wir mal kurz hier ein Bild aufmachen vielleicht? Ja, klar. Das Mikrofon halten? Ja. Vielleicht mit zwei. Ich finde das Bild nicht, was ich zeigen möchte. Das zeige ich vielleicht nachher dann, ich weiß gerade nicht, auf welcher Seite. Also sagen wir mal so. Genau. Könntest du mal nach Komahaufen suchen? Vielleicht, das sollte im Verzeichnis stehen. Oder, und zwar, also wir wissen, dass von den Bewegungen von anderen Galaxien, die beeinflussen sich ja mit ihrer Schwerkraft. Und wir wissen, dass eigentlich mehr Masse dort sein müsste, dass man die Bewegungen von den Galaxien erklären kann, als man sehen kann. Das heißt, es muss, und das weiß man aus, das hat man auch schon vor fast 100 Jahren gemerkt, und dass irgendwas nicht stimmt. Aber jetzt ist man so weit, dass man so viele Supermessungen hat, dass man sicher gehen kann, dass da mehr sein muss. Und das andere, das sind immer noch nicht 100%. Und die so 69% sind noch mal was anderes, so ganz ungreifbar. Die verursachen, dass das Universum sich ausdehnt, und zwar immer schneller ausdehnt. Und die sogenannte, das nennt man also eine gewisse dunkle Energie, die diese Ausdehnung, beeinflusst oder antreibt wahrscheinlich. Und das kann man genau vermessen, wenn man das Universum auf sehr, sehr großen Skalen vermisst. Und das macht dieser Satellit, dieser Satellit will das machen. Und hier, das wollte ich Ihnen gerade zeigen, das ist dieser, ein sehr großer Galaxienhaufen, den relativ nah mit einigen Millionen Lichtjahren nur entfernt, sage ich mal. Und den hat schon im Jahr 1933, 32 der Herr Zwicky sich angeguckt. Und der hat die Geschwindigkeiten von diesen Galaxien gemessen. Und da hat er gemeint, die bewegen sich einfach falsch. Oder wenn wir bräuchten 400 mal mehr Masse, als in diesen Galaxien ist. Also wie kann man die Masse abschätzen? Einfach wie hell die sind. Da kann man sagen, so und so viele Sterne müssen da drin sein, an leuchtender Materie, genau. Und das ist die Struktur, zeige ich noch ein anderes Bild. Das ist so das, was man an großräumiger Struktur sich vorstellt, kann man auch messen. Und
was Sie unten sehen, und das ist jetzt eine Simulation, aber das deckt sich sehr gut mit dem, was man beobachten kann, und das einfach nochmal genauer zu vermessen. Dafür ist dieser Satellit jetzt gestartet worden, von dem Sie letzte Woche diese ganzen tollen Bilder gesehen haben oder jetzt in dieser vergangenen Woche. Die andere Frage, ob es anderes Leben gibt, so, dass wir sehr zufällig sind, dass wir eigentlich im Grunde genommen zufällig sind. Im Grunde, also dass es an sich Leben noch im All gibt, ist relativ, also ist nicht unwahrscheinlich, aber so Leben, wie wir es auf der Erde kennen, mit der gesamten Entwicklung als Zivilisation, das ist eher unwahrscheinlich. Und vor allem, also man denkt bei Leben im All vor allem auch an mikrobielles Leben, könnte man sich auch ein Sonnensystem vorstellen. Man weiß zum Beispiel, dass einige der Jupitermonde unter ihrer Eisschicht Ozeane haben, und da vermutet man, dass es da vielleicht so mikrobielles Leben gibt schon. Wir wissen ja auch inzwischen, dass ungefähr jeder zweite Stern vom Planeten umgeben ist in der Milchstraße, und da ist es natürlich, kann man sich denken, dass es da durchaus so Bedingungen geben kann, wo mikrobielles oder erste Stufen von Leben sich entwickelt haben können. Es ist tatsächlich viel Zufall dabei, dass es jetzt genau sowas gibt und vor allem in Reichweite gibt, was wir hier auf der Erde haben, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Gut, vielleicht eine Frage noch und dann gehen wir zu Frau Wörlein. Ja. Felix oder Sie, ja? Bitte mit Mikro. Die Erderwärmung oder Eiszeit hatte die Erde schon, die wird ja wahrscheinlich auch von Weltraum aus beeinflusst, die Erde. Die Temperaturen, gibt es da Erkenntnisse? Genau, also das weiß man auch, dass die Eis, also die Erde hat ja verschiedene Eis- und Wärmezeiten durchlaufen, und das ist auch von außen mit beeinflusst durch die Sonne. Vor allem die Sonne hat einen, im Grunde genommen ist sie relativ konstant in ihrem Energieumsatz, aber manchmal strahlt sie doch stärker und manchmal weniger. Und das hat tatsächlich auch zu Veränderungen im Erdklima geführt. Aber das, was wir jetzt seit 100 Jahren beobachten, ich denke, da haben wir auch noch eine Spezialistin. Das ist wirklich, es passt so super zusammen. Das ist einfach nicht nicht wegzudiskutieren, dass das eben von den Entwicklungen, die wir hier auf der Erde selber verursachen, herkommt, herrührt. Also das ist nicht von der Sonne beeinflusst, genau. Ich glaube, sollen wir noch eine Frage? Da war gerade noch eine Frage, die können wir vielleicht noch nehmen. Ja. Ja, meine Frage wäre, als die Astrophysik und die Kosmologie, die Sie ja auch in Ihren Büchern behandeln, beschäftigt sich ja auch mit dem Anfang von allem, ja, also mit der Schöpfung. Und meine Frage wäre, ob es eine, sagen wir mal, eine Diskussion mit der Theologie in diesem Punkt gibt oder ob es das nicht gibt oder ob sich das ausschließt. Also es schließt sich nicht aus. Es gibt sicher Diskussionen, also es gibt, wir erklären, also ich sag mal, die Astrophysiker, die erklären die Welt oder die Existenz, den Anfang, versuchen sie mit den physikalischen Gesetzen zu erklären, aber das schließt nicht die Existenz einer Gottheit, eines Gottes aus. Und die sagt ja auch nicht, die Physik, dass sie alles erklären kann in der Welt. Die sagt, wir können die physikalisch greifbare Welt erklären. Und es gibt durchaus Diskussionen, es gibt Astrophysiker, die sehr gläubig sind. Es gibt zum Beispiel Jesuiten, die Astrophysik betreiben. Also da gibt es eine sehr enge Verbindung. Ich war zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren auf der Vatican Observatory Summer School. Also im Vatikan gibt es eine Sommerschule. Das 4 Wochen lang kommen junge Astrophysiker aus der ganzen Welt zusammen, die dort gemeinsam forschen und lernen. Und es ist völlig unabhängig von welcher Glaubensecke man kommt. Das ist eine tolle Sache. Es gibt es auch immer noch alle 2 Jahre. Und da sind schon ganz tolle Leute auch dabei bei den Jesuiten. Die machen ganz gewöhnliche Forschung. Und es gibt dort auch Diskussionen. Also es gibt auch Leute, die das dann verbinden. Wobei, wenn man es wirklich verbinden will, finde ich, wird es eher schwierig. Also es schließt sich nicht aus. Aber da war wirklich eine Verbindung in der Physik zu finden, finde ich eher schwierig. Also, ja. Okay.
Gut, jetzt würde ich gerne erstmal einen ganz herzlichen Dank, Frau. Ist ja noch nicht vorbei, aber jetzt können Sie wieder ein bisschen ausruhen. Und jetzt ich würde mich hier immer was, wenn ich trinke. Und also vielen Dank für diese Einblicke, für die ersten Einblicke und auch so in Ihren Werdegang, fand ich sehr spannend. Jetzt kommen wir zu dir, Ella. Okay. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ich glaube nicht, aber ich kann auch laut reden. Na, ich glaube, okay. Es passt. Genau. Weil ich höre mich nicht, deshalb. Okay, also ist alles gut. Jetzt muss ich bloß meinen anderen Zettel so, genau, ja. Du bist jetzt ganz frisch Studentin, also im ersten Semester und bist aber schon ziemlich lange bei Fridays for Future und da würde ich jetzt einfach gerne mal damit anfangen. Wie du da dazu gekommen bist, warum du dich da engagierst, so welche Spuren dich da hingebracht haben? Boah, das ist halt eine schwierige Frage, weil ich habe irgendwie mich schon immer halt für Umweltschutz interessiert, weil meine Mutter da ziemlich aktiv ist in dem Ganzen. Und wir hatten auch Haustiere und so weiter und darüber kommt man dann halt als, keine Ahnung, ich war schon immer naturwissenschaftlich interessiert und irgendwann kommt man halt damit dann in diese Richtung Umweltschutz, Tierschutz rein. Und dann so mit 10, 11, 12 habe ich dann angefangen, halt in der Schule lernt man halt über den Klimawandel, man lernt über verschiedene Umweltproblematiken, die wir halt haben oder die wir verursachen. Und das ist schon krass, wenn man dann halt mit 10, 11 lernt, so ja, wenn du 50 bist, viel Spaß. Wir machen nichts, aber viel Spaß dir. Mhm. Und keine Ahnung, dann so mit 14 wurde ich dann vegetarisch, weil meine Mutter mir erklärt hat, wir haben einen Hund und es gibt halt auch Schweine. Und das ist eigentlich, sind die gleich intelligent und wir sperren halt Schweine auf einem halben Quadratmeter oder was ein. Mhm. Und gleichzeitig behandeln wir unseren Hund wie eine Gottheit, so. Weiß nicht, fand ich ungerecht. Und dann, als ich 15 war, war dann eben das erste Mal, dass Greta sich halt hingesetzt hat und gestreikt hat. Und das hat dann irgendwie ziemlich mit mir resoniert, weil ich einfach, ich war gleich alt wie sie. Also sie war vielleicht 16, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ich war 15. Das heißt, ich fand es halt super spannend, jetzt einfach mal diese Wut, die man in sich hat über die Ungerechtigkeit auf der Welt, dann zu katalysieren und zu nutzen, um vielleicht was zu verändern in dem Ganzen. Und dadurch bin ich dann auf meine ersten Streiks mitgegangen in München. Wie hast du von Greta erfahren? Boah, Tagesschau. Tagesschau. Mhm. Also, ich glaube, meine Mom hat gemeint, guck mal, es ist irgendwie, Tagesschau hat es gerade gepostet und dann, ich weiß noch, ich war gerade beim Grillen und dann meinte irgendwer so, ja, da waren jetzt in Berlin irgendwie 13.000 Leute am Streiken, die das nachgemacht haben. Mhm. Und ich so, boah. Schon irgendwie auch cool. Und dann haben wir rausgefunden, dass es in München einen Streik gibt, irgendwie eine Woche später oder so. Und dann sind wir, ich war auf dem Viscardi-Gymnasium, sind wir zum Herr Zellmeier, das ist unser Direktor, gelaufen und haben gesagt, können wir bitte uns frei nehmen für den Freitag, weil wir würden da gerne mitgehen, aber wir wollen halt keinen Verweis bekommen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ist kein Problem. Ihr müsst mir halt Bescheid sagen, dass ihr dorthin gehen müsst, das von euren Eltern unterschreiben lassen. Mhm. Und muss man sagen, toller Direktor, oder? Ja, wirklich. Es also, war ja schon damals nicht von allen Schulen so, dass die dann... Also, vielleicht war das auch erst beim zweiten Mal, aber beim ersten Mal. Ja. Also, es war super entspannt. Also wir mussten natürlich Bescheid geben und wir mussten natürlich das von unseren Eltern genehmigen lassen und so weiter. Zur Not konnte man ja immer noch schwänzen. Aber im Endeffekt waren die super entspannt damit. Die Lehrer haben uns teilweise auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Streik ist und dass wir die Möglichkeit haben, da hinzugehen, haben uns keine Hausaufgaben gegeben, was auch immer. Und dann seid ihr hin. Ja, und dann haben wir mussten uns halt irgendwie organisieren, weil alleine hinfahren wollte man dann irgendwie auch nicht, weil es irgendwie ein bisschen unangenehm ist, alleine mit seinem Plakat in der S-Bahn zu sitzen. Heißt, wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe erstellt, Fridays for Future, Viscardi, und haben halt alle hinzugefügt, wo wir irgendwie dachten, dass sie irgendwie Bock darauf hätten. Und daraus hat sich dann irgendwie FFF Fürstenfeldbruck entwickelt, weil irgendwer anders das auch gemacht hat und keine Ahnung, dann war ich da irgendwie plötzlich drin. Mhm. Und jetzt bin ich da seit 5 Jahren dabei oder seit 4 Jahren ungefähr, grob. Mhm. Ja. Und ihr seid so in Bruck ganz schön aktiv. Ja, schon. Magst du mal so von so Aktionen erzählen? Ja, also wir haben am Anfang haben wir eher so nach München mobilisiert, weil München einfach eine viel größere Ortsgruppe hat und viel mehr Leute hat, die da mitgehen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, oder 2020, soweit ich weiß, unsere erste eigene Demo organisiert.
Und dann 2021 auch nochmal. 2021, 2022 haben wir Demos organisiert, zum Beispiel immer im September zum globalen Klimastreik, der eben auch zum Beispiel in München stattfindet, oder so haben wir halt eben auch was organisiert und dann... Wir haben uns vorher getroffen. Ich finde, das ist ein ziemliches Understatement. Da haben wir auch was organisiert. Ja. Weil du mir beim Vorgespräch erzählt hast, wie aufwendig das ist. Und ich fände es auch für unsere Zuhörer spannend, dass du mal sagst, was du da alles dahinter steckt, damit in Bruck so ein Klimastreik stattfinden kann. Magst du es erzählen? Ja, also man muss ja eine Demonstration genehmigen lassen. Und das heißt, Sie können sich vorstellen, wir sind irgendwie 10 Jugendliche, die halt alle keine Ahnung von nichts haben, aber wissen, sie wollen was bewegen und sie wollen was umsetzen. Das heißt, was wir machen, ist, wir telefonieren halt rum, okay, wie organisiert man eine Demo? Man muss eine Demo anmelden, man muss Geld beantragen für eine Demo. Eigentlich jetzt nicht für das meiste, aber man braucht natürlich irgendwie eine Bühne, man braucht irgendwie Lautsprecher, man braucht Mobilisationsmaterial, man muss irgendwie Flyer drucken, allein schon, man muss Plakate aufhängen. Wir sind jetzt kein Verein, das heißt, uns wird nicht einfach so genehmigt, dass wir irgendwo Plakate hinhängen. Das heißt, wir müssen erstmal beantragen, Plakate aufzuhängen. Wir müssen Flyer drucken. Jetzt die Frage, wo kommt das Geld her? Wo kriegen wir Geld für Flyer her? Dann müssen wir Fridays for Future international müssen wir anschreiben und sagen, wir brauchen so und so viel Geld aus der Spendenbox, um halt eine Demo zu organisieren. Dann müssen wir unsere Instagram-Posts machen. Die muss man ja auch bearbeiten und bauen. Dann muss man, also... Das ist Ordner. OrdnerInnen muss man auch organisieren, also pro so 10 bis 20 Leute braucht man eine Person, die halt darauf aufpasst, dass halt alles funktioniert. Und die mussten davor schon feststehen. Und die muss über 18 sein. Die muss über 18 sein und muss quasi immer, also man hat einen Plan, wo man langläuft und dem müssen auch alle folgen, die dann Teil dieser Demo sind. Und OrdnerInnen sind halt auch eben dafür da, dass sie gucken, dass alle Leute in dieser Laufbahn laufen und dass sie nicht rausrennen und stehen dann eben auch im Kontakt zur Demoleitung und die steht dann im Kontakt zur Polizei. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann hat man halt auch gleich eine Polizistin da, die dann halt irgendwie mithelfen kann oder so. Es ist halt alles Mordsaufwand, so eine Demo zu machen. Deshalb haben wir das auch nur einmal im Jahr, weil wir es einfach nicht stemmen können, das öfters zu machen. In München oder in Berlin geht das viel schneller, weil die halt genau wissen, was sie wann tun müssen. Und wir mussten uns das halt erst einmal selber beibringen. Dann haben wir zum Beispiel... Lernt Frau sehr viel. Ja, wir haben auch eine Baumpflanzaktion gemacht, Einheitsbuddeln, das ist zum Tag der Deutschen Einheit, da haben wir in der Rotschweige ein bisschen Bäume gepflanzt, war auch ganz cool. Mhm. Wir machen seit einem Jahr immer wieder Kleidertausche. Zum Beispiel hier in der Aumühle haben wir auch einen oben gemacht. Vielleicht magst du davon auch erzählen. Ja, wir dachten, es kommen halt so 50 Leute oder so. Also ein Kleidertausch ist, ich bringe meine Sachen dahin, 10 Sachen oder so, und kann mir dafür 10 Sachen wieder mitnehmen. Und das Coole daran ist, dass am Ende, also man bringt ja nur hochqualitative Sachen mit, weil man will ja auch hochqualitative Sachen mit nach Hause nehmen. Und am Ende haben halt alle quasi neue Klamotten und mussten nichts dafür zahlen und sind alte Sachen losgeworden. Und das haben wir hier gemacht und haben halt mit so 50 Leuten gerechnet oder so. Und im Endeffekt standen die halt, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon mal hier oben waren, aber die ganze Treppe runter, aus ganz oben bis vor die Tür, 5 Stunden lang. Also ist... 5 Stunden lang war das Ding und es war so eine Stunde lang gestanden, die locker bis da unten. Also wir hatten bestimmt 500 BesucherInnen oder so. Wahnsinn. Haben wir gar nicht mit gerechnet. Es war ein Mordsstress. Am Ende waren wir zu 10 da und wussten nicht wirklich, was sie jetzt machen mit den restlichen Klamotten. Haben sie dann im Endeffekt zum Roten Kreuz und so gebracht, weil natürlich bleibt halt was übrig. So sowas, das schlägt in Bruck irgendwie dann schon ein. Und dann haben wir auch unser Positionspapier veröffentlicht mit dem Stadtjugendrat zusammen, wo wir Bruck dazu auffordern, einfach mehr zu tun für den Klimaschutz. Das war 2021 mit vielen, vielen Forderungen. Und ja, keine Ahnung. Im Endeffekt sind wir einfach nur so 10 Hanseln gewesen, die halt irgendwie sich dachten, das geht nicht mehr weiter, wir müssen irgendwas tun. Also so die Keimzelle war so das Biscardi-Gymnasium, ja, schon, oder? Schon. Und die anderen Schulen, haben die dann auch mitgemacht? Oder? Es ging halt voll viel über Kontakte, auch über Social Media, halt die Leute, die man irgendwie auch von Sportvereinen konnte und so, wo man halt weiß, die sind eh schon irgendwie vegetarisch oder so, haben wir dann am Anfang halt angeschrieben. Das heißt, es war natürlich am Anfang das Viscardi, weil da einfach die meisten Freunde von uns jetzt waren und dann hat sich das halt über Freunde so ein bisschen nach außen entwickelt. Wir haben jetzt ein paar Leute auch vom Rasso da gehabt und von der Realschule, aber zum Beispiel an die Hauptschulen kommen wir gar nicht, weil einfach
die Überschneidung nicht so groß ist von den Leuten, weil man ja doch irgendwie seine Bubble hat oder sein Umfeld hat. Und das ist dann natürlich schon eher dann in einem Gymnasium, weil es halt einfach sich so sortiert hat. So. Weil so Gruppen von Jugendlichen ist ja dann auch doch ein ziemlicher Wechsel. Da geht jemand mal ins Ausland für ein Jahr oder studiert dann woanders. Wie ist es bei euch und wie organisiert ihr euch da dann immer wieder neu? Ja, also ich war jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr weg gerade und das ist dann schon schwierig, aber wir sind im Endeffekt ja eine Art Freundeskreis, also oder Bekanntenkreis auf jeden Fall. Das heißt, im Endeffekt übernimmt dann halt immer jemand anderes die Aufgaben oder es übernimmt, man kann ja vieles auch online machen, also Sachen beantragen oder es geht ja auch von, es geht jetzt auch aus dem Ausland raus, es ist jetzt nicht so tragisch. Im Endeffekt kommt es ja eh immer nur, wenn wir direkt irgendwas planen. In diese Phase brauchen wir halt alle Leute, aber ja. Okay. So schlimm ist es nicht. Aber jetzt ist halt natürlich ein bisschen heftig, weil die Leute, die jetzt das mitorganisiert haben, von Anfang an halt jetzt alle studieren und halt weggezogen sind. Mhm. Und jetzt fehlt uns halt so ein bisschen die wirkliche Jugend. Also es ist jetzt so schon als Generationenbruch quasi, ja, oder? Also, weil, also ich, Alina Walli, studiere, also die das gemacht haben oder einen Großteil davon gemacht haben, studieren jetzt. Sie sind halt nach Norddeutschland gezogen oder nach Baden-Württemberg gezogen und das ist dann natürlich schon schwierig, weil so wirklich SchülerInnen haben wir halt nicht mehr. Wir sind halt mittlerweile Studenten. Mhm. Also, wie Greta jetzt auch, oder? Ja, also es ist ganz komisch. Ich habe das angefangen, da war ich noch nicht in der Oberstufe und war noch ein Kind und jetzt bin ich plötzlich erwachsen und studiere und es ist mehr eine Studentenvereinigung, eine Studentending geworden. Ja, aber eine sehr wirksame, oder? Klar, also meiner Meinung nach vollkommen. Allein die Tatsache, dass ich jetzt hier sitze und irgendwie reden kann, ist schon komisch. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt und was siehst du so für einen Zusammenhang zwischen dem Frauenthema und dem Klimathema? Ja, also der Klimawandel betrifft ja vor allem trifft vor allem erstmal in erster Instanz ja erstmal Leute, die sich einfach nicht leisten können, mit den Folgen davon zu leben. Und das sind meistens oder jetzt, also was heißt meistens, aber die Prognosen gehen davon aus, dass es halt eben eher oder jetzt auch schon Leute im globalen Süden treffen wird und eher Leute treffen wird, die halt eben finanziell nicht so wirklich stabil sind. Und in den meisten Haushalten ist es ja schon eher so, also, dass der Mann halt den Zugriff auf die Finanzen hat und auch der Besserverdienende ist von beiden. Und das trifft natürlich, wenn man jetzt sich überlegt, dass man irgendwie einen Inselstaat hat oder was und halt Extremwetterereignisse hat, die dann ein Haus treffen oder sonst was. Und der Mann hat immer mehr Rücksicherung und mehr Möglichkeiten als die Frau, weil sie halt einfach nicht so viel Geld hat oder nicht so viel Möglichkeiten hat. Erstens. Zweitens hat sie auch vielleicht gar nicht die Bildung, um zu wissen, was abgeht, weil die Bildungsquote bei Frauen halt immer noch nicht gleich hoch ist wie bei Männern. Und eben einfach nicht die Möglichkeiten, mit den Klimawandelfolgen umzugehen, so gut wie Männer hat. Und halt sich auch drittens gar nicht so sehr einmischen können in der Politik davor. Also die Leute, die die Regeln gerade machen, sind halt immer noch zum Großteil Männer. Mhm. Deshalb betrifft es in jeglicher Instanz, also früher, jetzt und in der Zukunft, wird es immer mehr Frauen treffen als das Ganze, weil sie einfach weniger Mitentscheidungsrecht und weniger Geld haben auf der Welt. Was könnte man tun? Also es ist grundsätzlich so, dass Feminismus und Klimagerechtigkeit und Klimawandel halt immer einhergeht. Also man muss im Endeffekt so oder so die Bildungschancen und die finanziellen Chancen und auch ja, normalen Werte von Frauen stärken, um auch im Endeffekt als Gesamtmenschheit besser mit Klimawandelfolgen klarzukommen. Das geht halt einher. Hauptsächlich über Bildung, oder? Zum Beispiel Bildung oder halt einfach trotzdem auch gleiche Rechte schaffen. Also wir haben ja nicht auf der ganzen Welt gleiche Rechte für Frauen und Männer. Und darüber muss halt auch gesprochen werden, damit es überhaupt mal in den Köpfen von den Menschen ankommt, dass man eben, das ist ein Thema, was für uns alle scheiße wird, so, aber für Frauen wird es halt noch mal ein bisschen nerviger, weil man halt einfach nicht so viele Möglichkeiten hat. Mhm.
Ich habe es bisher, das, ehrlich gesagt, von der Klimabewegung noch nicht so wahrgenommen, dieses Frauenthema. Aber es ist tatsächlich riesig. Also es ist, gibt auch auf jedem Streik Informationen dazu, dass es super wichtig ist, jetzt nicht nur Frauen, aber jegliche, oder Diskriminierung gegenüber Frauen, aber sondern jegliche Diskriminierung in dem Ganzen anzugehen, weil es halt allein schon, dass der globale Norden und halt vor allem wir Industriestaaten so viel von den Emissionen ausmachen, die im Endeffekt aber dann eher den globalen Süden und ärmere Staaten treffen werden. Allein das ist ja auch ein Diskriminierungsthema, was dahinter steckt, und ein postkolonialistisches Thema, was dahinter steckt, was man irgendwie auch angehen muss, und darüber wird auf Streiks oder gerade im Hintergrund super viel publiziert. Also es ist bei FFF jetzt ziemliche Dinge. Es gibt auch in jeder Orga ein Team, was sich mit Antidiskriminierung auseinandersetzt und so. Also. Okay. Ja, du warst ja auch Schülersprecherin, hast du mir erzählt. Ich war ein Jahr lang Schülersprecherin. Ein Jahr, okay. Und wie war es jetzt am Viscardi-Gymnasium so mit Mädchenförderung, mit Unterstützung? Hast du da positive Erfahrungen gemacht oder war es eigentlich für alle gleich? Es war schon für alle gleich, von den Grundvoraussetzungen her oder von dem, was einem ermöglicht wird, offiziell gesehen. Aber trotzdem hat ja jeder irgendwie seine Vorurteile im Kopf. Und trotzdem gibt es bestimmt Mathelehrer, die mir halt einfach aus Grund schon mal keine Eins mündlich geben würden, weil ich halt, gut, ich bin jetzt auch kein Genie in Mathe, muss man auch dazu sagen. Aber allein schon, also ich denke mal, dass vielen Mädchen an der Schule trotzdem noch einfach allein durch diese persönlichen Vorurteile weniger Chancen eingereicht werden, aber so offiziell nicht. Also offiziell ist komplette Gleichstellung. Und ich weiß nicht, ob wir Frauenförderung an der Schule hatten. Ich glaube nicht, wenn, dann war sie nicht so groß, dass man es mitbekommen hätte. Also hast du es nicht mitgekriegt? Nee, und ich glaube, ich hätte es schon mitbekommen, wenn es so wäre. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwas übersehe. Und sowas wie Girls' Day, wurde das gefördert? Ja, es gibt Girls' Day und Boys' Day. Also es ist halt einfach nur, dass man, es wurde schon angesprochen. Immer so einmal alle zwei Jahre wurde das mal bisschen mehr angesprochen. Okay. Also was ich darüber weiß, ist, dass eigentlich der Girls' Day soll doch so praktisch Mädchen unterstützen, dass sie auch in nicht typische Frauenberufe gehen, oder? Und dass man da den Tag für so Praktika nimmt. Aber es ist nicht so. Ja, gerne, natürlich. Also inzwischen ist es tatsächlich Girls' and Boys' Day, weil oder es wird Zukunftstag genannt, weil man alle Jugendlichen, Zukunftstag, also weil man allen Jugendlichen eine Perspektive bieten möchte. Ah, okay. Und das fing mit dem Girls' Day tatsächlich an. Und es gibt auch dann spezielle Veranstaltungen, speziell für Mädchen, also an Physikinstituten oder so. Mhm. Aber es ist ein Tag deutschlandweit, wo der wirklich Zukunftstag auch heißt und wo auch speziell Angebote für alle Interessen gemacht werden. Ja. Okay. Aber es wurde jetzt nicht so kommuniziert. Also es war jetzt nicht so, dass wirklich uns gesagt wurde, ja, ihr müsst da auf jeden Fall hin, sondern es war halt mehr so, okay, es steht halt im Elternbrief mit drin, dass ihr das halt machen könnt oder halt nicht. Also war vielleicht auch da, aber es hat jetzt nicht wirklich jemand mitbekommen. Mhm. Okay. Ja, du hast ja auch ein Auslandsjahr gemacht. Ja, magst du uns da ein bisschen davon erzählen, wie das dich geprägt hat oder was du da erlebt hast? So? Also ich habe in der 10. Klasse war ich in Irland für ein Auslandssemester oder ein Auslandsterm. Das war eigentlich ganz cool. Es hat mich nicht unglaublich geprägt, weil es halt dann schon das gleiche Umfeld ist. Man ist auch in der Schule. Wir haben ein bisschen ein anderes Schulsystem, was eigentlich ganz cool ist. Man hat in der 11. quasi Zeit, einfach alles auszuprobieren, worauf man Bock hat, so ein bisschen. Also wir hatten Chinesischunterricht, Zeichensprache, Fotografie, Yoga. Also was weiß ich, das ist eigentlich ganz cool, weil man halt einfach voll viel Orientierung bekommt. Und klar, das alleine oder alleiner leben und Englisch sprechen ist natürlich eine Umstellung, aber es war jetzt, ich sollte eigentlich länger da sein, aber nach zwei Monaten war halt Corona. Das heißt, es hieß dann halt, ja, morgen früh um 5 geht dein Flieger. Pack. So, okay. Mach ich. Okay. Also so lange, so viel Einfluss hatte das dann doch nicht. Ich war jetzt aber ein halbes Jahr in Europa und in Marokko unterwegs, und ich glaube, das hat ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen, lag aber natürlich auch daran, dass ich jetzt älter bin. Mhm. Wenn ich das jetzt in zwei Jahren nochmal machen würde, würde es wahrscheinlich mir noch mehr Augen öffnen, weil ich ja noch mehr Erfahrungen hätte, die ich damit einbringen könnte. Magst du ein paar wichtige Erfahrungen mitteilen?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal länger als 3-4 Monate im Ausland war, weiß irgendwie, dass das alles eine extreme Erfahrung ist oder alles eine krass coole Erfahrung. Also wir sind mit einem Bus einmal nach Südmarokko, also nicht Südmarokko, nicht ganz, aber Agadir gefahren und sind dann einmal wieder nördlich und einmal über die Iberische Halbinsel zurückgefahren. Also ich und mein Freund. Und halt eine krasse Erfahrung, man muss halt, für mich war es mehr eine Erfahrung von jugendlich zu erwachsen werden, langsam, hoffentlich noch nicht, aber langsam, weil man halt einfach, man muss, wenn das Auto halt kaputt geht, was mache ich? Papa, Mama, unser Auto hat einen Plattenreifen, was mache ich jetzt? Solche Sachen, finanzieren, wie finanziert man sich das Ganze? Ich musste mir das komplett selber finanzieren natürlich und muss erstmal ein halbes Jahr reinarbeiten dafür. Dann was macht man mit Versicherungen? Wenn ich jetzt nach Marokko reingehe, die Autoversicherung covered, macht das nicht, also die gilt nicht. Dann sind solche Sachen halt, dann allein jede Nacht einen Stellplatz suchen, jede Nacht, jeden Tag einkaufen gehen, Essen suchen, bla 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 bla. Das ist halt die große Erfahrung. Aber was ich so spannend an jetzt zum Beispiel Marokko fand, ist einfach, dass ich gesehen habe, wie schön unsere Welt ist und was für ein Privileg oder was für eine Möglichkeit wir eigentlich haben, gerade jetzt in der Zeit, oder ich vor allem habe, in der Zeit groß zu werden, in der es sich die meisten Leute irgendwie leisten können, reisen zu können und die Welt entdecken zu können, ist so ein großes Privileg. Und wenn man dann irgendwie in Spanien oder in Marokko oder auch in Deutschland natürlich sich irgendwie mal die Welt anschaut, mir ging es irgendwie so, ich war nachts am Strand gelegen und habe irgendwie Sternbild Orion angeschaut, was weiß ich, und dachte mir so, ey, warum schmeißen wir das einfach so weg? Das macht keinen Sinn. Also wir haben die Möglichkeit, hier irgendwie Wiesen und Wälder zu erhalten, um spazieren zu gehen, um Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen. Wir wurden irgendwie auf diese Welt geschmissen von irgendwas, wo wir keine Ahnung haben, warum und wie und sonst was. Und was wir damit machen, ist, ja, interessiert uns eigentlich nicht. Und was wir eigentlich damit machen können, ist, ey, wir ermöglichen uns coole 80 Jahre hier. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Und das ist mir halt durch die Reise irgendwie klar geworden, dass ich es nicht einsehe, da nicht dafür zu kämpfen. Das hat dich eigentlich so in dem Engagement noch bestärkt. Das hat mich sehr bestärkt. Ja. Magst du mal noch erzählen, wie dein Studienstart war? Chaotisch. Chaotisch war der. Also ich wollte eigentlich irgendwie entweder Physik oder Bio studieren, weil es mich sehr interessiert. Also eigentlich ursprünglich Astrophysik. Dann irgendwann ist mir aufgefallen, Mathe ist es nicht. Dann wollte ich Bio machen, ist mir aufgefallen, so viel auswendig lernen. Und jetzt mache ich Geografie. Und aber Nebenfach Bio. Und man fährt halt irgendwie nach München rein und die Leute sind natürlich ganz anders als vom Land. Und genau, so, du bist aus Jesenwang. Ich bin aus Jesenwang. Ich bin da ein bisschen überfordert in dem Ganzen. So viele Möglichkeiten, so viele Menschen. Man sitzt plötzlich in einem Hörsaal mit 400 Leuten und der Prof sitzt vorne. Und ich komme von Biscardi und da war es halt wirklich voll entspannt. Man konnte mit den Lehrern echt gut diskutieren, gut reden. Und in der Uni, man kann sich ja noch nicht mal melden, so gescheit. Also wirklich, am Anfang. Das war schon sehr chaotisch, aber es ist ein sehr cooler Studiengang bisher. Der erste Satz, den sie gesagt haben, ist, wir haben eine Klimakrise, wir wollen was dagegen tun. Wenn sie das wollen, dann sind sie im Geografiestudium richtig. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich dachte, das. Aber es ist tatsächlich der Studiengang dafür. Ja. Also es ist super spannend, aber es ist überfordert mich noch, diese vielen Möglichkeiten zu haben. Letzte Woche war dann Luisa Neubauer plötzlich an der Uni. Ui. Wusste ich halt auch nicht. Musst du vielleicht noch allen sagen, wer das ist? Ach so, ja, das ist ein sehr bekanntes Gesicht aus, oder eine Frau, die sehr viel in Deutschland mit Fridays for Future, aber auch persönlich gegen die Klimakrise tut. Und soweit ich weiß, auch Pressesprecherin oder so. Von das FSS deutsche Gesicht ist für Fridays for Future. Schon das deutsche Gesicht der Klimabewegung, ja. Und die war bei euch in der Uni? Was hat sie hat da einen Vortrag gehalten. Aber das ist so komisch, weil wenn man halt vom Land und so kommt, dann denkt man sich, das sind halt weit entfernte Gesichter und dann sitzt man plötzlich in der LMU und hat so die Möglichkeit, einfach face-to-face mit Luisa Neubauer zu sein, aus dem Nichts. Oder mit Harald Lesch kommt in 2 Wochen.
damit, der ist ja sowieso in München, ne? Ja, aber damit rechnet man halt nicht, weil ich habe mit denen keinen Kontakt. So, dann sitzt man da, also natürlich hat man da auch überhaupt keinen Kontakt mit denen, aber allein so die Tatsache oder die Möglichkeiten, die eine Uni von oder die LMU jetzt in dem Hinsicht eröffnet, ist halt schon riesig. Oder München auch. Ganz kurz zu Harald Lesch, weil das mir auch passiert ist letzte Woche. Ich bin jetzt schon eine Woche hier, also ich wohne eigentlich in Heidelberg, bin jetzt die Woche hier gewesen, habe einen Kurs für Physikstudenten gegeben und um allgemeinverständlich schreiben zu lernen. Und der Seminarraum, den wir gebucht hatten, da saß Harald Lesch drin. Ja. Er hat gesagt, tut mir leid, wir haben den Hörsaal gebucht. Also er ist doch sehr präsent eigentlich. Ja. Aber nee, klar, ich kann es gut verstehen, wenn man so ihn nicht täglich die Leute hört. Ja, es ist halt eine ganz andere Welt und ganz neu und ganz viel mehr Möglichkeiten. Und natürlich, hier ist halt zum Beispiel auch die einzige Möglichkeit, oder was heißt die einzige, aber jetzt in Bruck gibt es halt eben Fridays for Future und dann gibt es natürlich auch Greenpeace und Bund Naturschutz und so, aber das sind im Endeffekt dann schon irgendwie alles so ungefähr die gleiche Richtung und ungefähr die gleichen Menschen und man kennt sie vielleicht aus der Kindheit oder man kennt sie vielleicht, weil es Eltern von irgendwem sind oder sonst was und dann kommt man halt nach München und hat halt die Auswahl zwischen extrem vielen Klimabewegungen und extrem vielen, also hier ist jetzt nicht die Frage, geht man jetzt, also am Anfang, so geht man jetzt zu Greenpeace oder Bund Naturschutz oder geht man zu FFF, es macht eigentlich wenig Unterschied, aber in München macht es halt einen riesen Unterschied, weil es halt viel mehr Menschen sind. Ich saß auch mal in der Orga, also man macht halt ungefähr einmal im Monat zum Beispiel, macht man ein Plenum, zum Beispiel bei Fridays for Future jetzt, um einfach zu schauen, was man im nächsten Monat macht, wer macht die E-Mails, wer macht Social Media, wer ruft durch, wer macht so Gespräche mit Kunden oder Leuten, Anfragen, die halt oder? Anfragen beantworten, bla bla bla. Und das sind halt bei uns, wir sind halt 10 Leute oder 15 oder 20, wenn es gut kommt und treffen uns halt, das rauscht, und treffen uns halt irgendwie an einem Ort und trinken halt irgendwie unsere Limo zusammen und besprechen halt so grob, worum es geht. Und in München ist das halt wirklich eine Konferenz. Also man sitzt da halt dann zu 30, 40 und das sind aber nur die Obergruppen, die Leute, die halt die Gruppe dann jeweils wieder leiten. Also die Social Media AG von München hat halt dann teilweise irgendwie allein 5 Leute, die halt Social Media machen. Mhm. Und bei uns macht das halt eine Person so halb. Also und ist eine 25 Kilometer weg. Ja, und die andere Person ist einfach in Lüneburg. Und probiert man es halt irgendwie. In München ist es halt viel besser organisiert. Mhm. Schon spannend. So. Toller Umbruch. Aber es ist natürlich auch gerade mein Umbruch von Kind zu Erwachsen und von, also ist alles, alles im Umbruch. Stadt. Super. Ja. Jetzt würde ich gerne noch 2 Fragen vielleicht vom Publikum Pause machen. Ich hätte allein schon ganz viele. Nur ein bisschen näher. Ja, ich hätte allein schon ganz viele Fragen, aber ich beschränke mich jetzt mal. Waren Sie eigentlich mit dem Auto unterwegs auf Ihrer Europareise? Ja. Okay, das hat mich jetzt mal interessiert. Und was sagt Fridays for Future zu den Klimaklebern? Also Fridays for Future sagt erst einmal gar nichts zu den Klimaklebern und wenn, dann weiß ich nicht, was Fridays for Future zu den Klimaklebern sagt. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Und ich bin jetzt nicht für FFF hier, also werde ich mich dazu nicht äußern, weil ich nicht Pressesprecherin von denen bin. Okay, aber Ihre persönliche Meinung würde mich da schon mal interessieren. Also ich finde es super wichtig. Ich persönlich mache es nicht, aber ich würde mich, also es ist ja keine neue Aktionsform, es ist eine super alte Aktionsform und ich finde das echt noch voll okay im Vergleich zu den Folgen, die auf uns zukommen. Also ich persönlich finde es wichtig, aber ich spreche nicht für Fridays for Future. Das heißt, im Endeffekt kann sich da jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Also es sind verschiedene Gruppierungen, die eigentlich für ein gemeinsames Ziel arbeiten, aber ihr kooperiert jetzt auch nicht, oder? Das sind unterschiedliche... Also, soweit ich weiß nicht. Es gibt bestimmt Ortsgruppen, in denen halt die Leute bei beiden dabei sind oder sonst was, wie das halt bei politischem Aktivismus immer ist. Aber offen kooperieren tun wir nicht, soweit ich weiß. Genau, also du bist nicht die Pressesprecherin, du bist hier als du, genau. Als in deiner Person. Aber, ja, ja, das finde ich wichtig. Und zu der Sache mit dem Auto unterwegs sein, also ich verstehe, warum man, also ich finde es auch jetzt nicht super,
aber mir wurde die Möglichkeit gegeben, mit dem Auto unterwegs zu sein. Zur Info, es ist ein Dieselfahrzeug, 1,9 TDI-Motor drin. Also das ist, also der fährt ungefähr bei 5 bis 6 Litern auf 100 Kilometer. Es ist nicht die Welt, es ist jetzt aber auch nicht nichts. Aber im Vergleich zu den Kosten oder der Energie, die in einem Haus steckt, ist es jetzt für mich trotzdem, also es ist umweltfreundlicher, in einem Auto zu wohnen als in einem Haus, weil ich halt nur auf 1,5 Quadratmetern wohne als auf einem Haus. Bei mir ist der Unterschied natürlich, ich wohne in einem Haus, das was schon da steht. Das heißt, ich kann es verstehen, aber kann man mir jetzt doppelt Moral vorwerfen, aber ich trage halt immer noch eine Secondhand-Jeans und die verbraucht immer noch 200 Liter weniger Wasser, als wenn ich jetzt 100 Kilometer Diesel fahre. Also ich verstehe, woher der Gedanke kommt, das aufzuwiegen. Aber wenn wir halt von jeder Person alles auf eine Waage legen und dann im Endeffekt irgendwie Firmen halt immer noch unglaublich viel CO2 und so emittieren, das halt einfach nicht nötig ist, finde ich es irgendwie schade, das alles auf eine Waagschale zu legen, wenn wir ja die Lösungen haben, das sinnvoll zu machen. Weil im Endeffekt, wenn wir alle gegeneinander gehen. Aber ich verstehe, woher es kommt, so fair. Nein, ich verteufel das auch nicht. Ich wollte es nur wissen, weil es gibt ja da viele extreme Ansichten, dass man gar nicht Auto fahren soll oder solche Dinge. Danke. Jeder macht halt das, was er kann. Ne? Mhm. Und wenn ich halt die Möglichkeit habe zu reisen, dann möchte ich gerne reisen. Mhm. Genau, ich denke jetzt mal, lassen wir es jetzt mal so stehen. Eure Generation hat auch Corona manches nicht machen können, was geplant wäre, wie du gesagt hast. Noch eine zweite Frage an die Ella. Und dann, glaube ich, haben wir unsere Pause verdient. Ja, ich habe jetzt immer gehört, dass Sie demonstrieren, aber machen Sie auch was Positives. Dass Sie die Leute animieren, dass wir demonstrieren weinend. Entschuldigung. Weil Demos allein nützen ja auch nichts. Naja, doch, irgendwie ja schon, oder? Aber könnte man nicht den Spieß umdrehen und dass Sie den Leuten irgendwie Hinweise geben, wie sie auch mitmachen könnten, also dass es immer noch mehr werden und dass die das langsam oder das Wissen ist ja bei allen schon da oder bei vielen, was mit dem Klima los ist und was wir zu befürchten haben, wenn wir nichts tun, aber was kann man denn beitragen, dass die alle was tun? Das wäre mir mal wichtig zu hören. Ja, das versuchen wir ja auch nur. Klar, man kann jetzt irgendwie sagen, demonstrieren ist jetzt nicht was Aktives, aber es ist ja im Endeffekt durch eine bürgerliche Eigeninitiative schon was Aktives. Man kann halt Petitionen unterschreiben, demonstrieren, man kann dann Leute E-Mails schicken, man kann versuchen, so viele wie möglich ins Boot zu holen. Das ist ja alles nur politische bürgerliche Eigeninitiative. Oder Kleidertausch ist ja was ganz Konkretes. Genau, und das Buddeln, Einheitsbuddeln, also Bäume pflanzen, war ja auch was Konkretes. Und ja, ich wollte gerade fragen. Disposition. Ja, genau, also so, es gibt halt diese bürgerliche, politische Eigeninitiative und dann kann man natürlich irgendwie gucken, dass sein Garten umweltfreundlich ist, man kann sich Solar aufs Dach holen, man kann sich eine Wärmepumpe einbauen, man kann sich statt einem Dieselmotor gar kein Auto holen, sondern ein ÖPNV-Zeug, man kann Fahrrad fahren, man kann vegan leben, man kann sich Secondhand-Klamotten kaufen und. So, ich glaube aber dazu gibt es halt überall unglaublich viele Infos, aber um halt politisch was zu bewegen, braucht es halt politische Initiative und da gehört halt eine Demonstration zum Beispiel dazu. Mhm. Frau Muckler, ich glaube, ich halte mir das für ein nach der Pause. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir haben schon so einen Punkt, wo wir dann weitermachen können und wir machen jetzt einfach 10 Minuten Pause, holen Sie sich nochmal Kaffee oder was zu trinken und einstweilen schon mal vielen Dank fürs Interesse und dir fürs Erzählen. Danke. Dieses Buch. Genau, ich möchte an das, was vor der Pause gefragt oder besprochen wurde, auch noch ein bisschen anknüpfen und zwar genau, du hast gesagt, ihr macht Demos, Demonstrationen, was wichtig ist, um politische Dinge anzustoßen, Petitionen und auch Dinge wie zum Beispiel Kleidertausch organisieren. Mich würde interessieren, wieso die Gewichtung ist von den verschiedenen Dingen im Engagement, weil Demonstrationen sind sicher wichtig, wenn man was politisch bewegen möchte, aber über den Klimawandel weiß jeder Politiker Bescheid. Und das ist die Frage, möchte man da noch, also dass man darauf aufmerksam macht, dass es existiert an sich, ist die eine Sache, weil das weiß inzwischen jeder. Die andere Frage ist, wie viel Energie steckt man in die Dinge, die dann aktiv was bewegen können? Ja, voll. Also ich verstehe, also ich weiß nicht. Das soll keine Kritik sein, es ist eine Frage von der Verteilung jetzt an Kräften, Energien.
ich finde es auch voll schwierig, so für mich selber jetzt zu beantworten, weil für mich war es halt das Naheliegendste zu machen, weil es halt in dem Moment halt auch ein Trend jetzt nicht auf Social Media gesehen, sondern ein gesellschaftlicher Trend in diese Richtung ja gerade schon. Die oder, Demos meinst du ja, jetzt? Ja, genau, also so Demos zu machen oder so, es war halt durch Greta Thunberg wurde das ja voll angestoßen, aber es ist halt voll aufwendig und im Endeffekt ist das ja auch nur ein Mittel, um es dann umzusetzen. Also es ist ja auch nur ein Mittel, um Leute dazu zu bringen, darüber nachzudenken, um dann Leute zu wählen oder halt zu diskutieren und so weiter. Und es ist ja eigentlich auch nur eine Möglichkeit, um irgendwie die Wissenschaft an die Politik zu bringen, dass die dann halt was machen. Aber es ist halt schon super wichtig, weil PolitikerInnen sind ja auch nur Menschen und die haben ja auch erscheint ja auch vieles aus persönlichen Meinungen raus oder aus persönlich, also wie man halt zu dem Thema steht. Und wenn die halt in Bruck merken, ey, zum Beispiel bei einer Demo hatten wir halt 600 Leute, was jetzt nicht viel klingt, aber für Fürstenfeldbruck ist das schon sehr viel. Richtig gut. Wenn die halt merken, da sind Leute dahinter, die sie dann im Endeffekt auch wählen, wenn sie halt gute Entscheidungen treffen oder für uns halt gute Entscheidungen treffen oder so, dann ist das ja schon irgendwie eine Möglichkeit, sich halt darauf zu stützen. Und ich glaube, so global gesehen, aber deutschlandweit gesehen, hat man ja schon, finde ich jetzt zumindest, ziemlich arg gemerkt, was diese Demos alles umgesetzt haben. Allein schon im Konsum von vegetarischen, veganen Produkten und so, da ist ja bestimmt, also denke ich jetzt mal, dass es da eine Korrelation gibt. Gibt es da wirklich eine Korrelation? Ich weiß nicht, ob es wirklich eine gibt. Ich habe mir keine Studien angeschaut, aber ich bin mir sehr sicher, weil seitdem ist irgendwie dieses Thema ja auch in jeder Diskussion dabei. Und das hatte ich das Gefühl, war das davor irgendwie noch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es wirklich ist. Ich hab das anders wahrgenommen, aber es ist eine schwierige Sache. Es ist voll viel Arbeit im Endeffekt dafür, dass halt es viel mehr bringen würde, wenn man einfach eine Sache unterschreibt, natürlich. Aber es ist halt, also. Ja, oder ich dachte zum Beispiel auch an so Initiativen wie die Sonnensegler, die ja in FFB, also hier sind, oder Transformations, es gibt ja inzwischen auch Genossenschaften, die Städtetransformationen voranbringen möchten. Also, dass man da wie weit man da vielleicht involviert ist oder so, wäre meine Frage. Ich meine, die meisten Leute von uns haben ja angefangen, als sie halt irgendwie 15 waren und da denkt man halt nicht daran, dass man jetzt einen kommunalen Wärmeplan erstellt oder sowas. Natürlich nicht. Man ist halt sauer, weil einem halt irgendwie die Zukunft geklaut wird und dann denkt man sich halt so, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann will man halt die Wut irgendwie rausbringen und da liegt es als Jugendlicher aber natürlich nahe. Ich sehe es eigentlich so, finde so Demos, die bringen uns immer wieder drauf, ja, die stoßen uns drauf. Ich sage jetzt mal als Bild dazu, sind so Steine im Schuh, den man dann wieder spürt, ja. Und deswegen finde ich gerade diese Regelmäßigkeit sehr gut. Das ändert nicht, also das erinnert uns, dass wir mehr tun müssen und wird auch, also das ersetzt nicht das andere. Zu überlegen, ob man Balkonkraftwerk installieren kann oder was auch immer oder seinen Lebensstil ändert. Aber ich finde, so Demonstrationen sind einfach im öffentlichen Raum und machen uns darauf aufmerksam, das stimmt was nicht. Und das Handeln muss woanders passieren, aus meiner Sicht. Ja, ja klar. Aber ich bin dankbar dafür, dass es diese Demos immer wieder gibt, ja, damit dass ihr da dran bleibt und sagt, es geht um unsere Zukunft. Ja, voll. Also auch wenn es für uns halt einfach langsam echt anstrengend ist, weil, also wir machen das halt jetzt seit 5 Jahren und langsam haben wir halt auch keinen Bock mehr darauf, das zu machen, weil klar, am Anfang war man noch motiviert, weil man sich dachte, okay, jetzt sind irgendwie in Deutschland plötzlich 1,7 Millionen Leute, 20.09.2021, glaube ich, war das, wo in Deutschland hat 1,1 Millionen Leute oder 1,7 Millionen, keine Ahnung, Leute auf den Straßen waren, was halt eigentlich schon genug an Prozentsatz ist, um eine Gesellschaft in eine Richtung zu bringen, was irgendwie bei, weiß nicht, 1, irgendwas Prozent liegt, so klar. Aber mittlerweile denkt man sich halt auch so, okay, ihr habt doch den Rückhalt, jetzt macht doch auch mal was. Mhm. Also, ich verstehe voll, was du meinst. Meine Frage ging eigentlich in eine bisschen andere Richtung. Ich wollte einfach ungefähr die Verteilung wissen von Engagement, aber es sollte jetzt keine Kritik an Demos an sich sein. Aber ich habe auch keine Ahnung von der Verteilung. Ich denke auch, dass das eine ist natürlich der Rückhalt in der Bevölkerung, den man hätte, wenn man politische Entscheidungen trifft, aber das Geld spielt einfach eine viel größere Rolle. Es ist einfach leider so. Voll. Das ist halt leider, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und also eine Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang einfach stelle, also ich finde es ganz wichtig, dass vor allem eure Generation und die Jüngeren auf die Straße gehen deshalb, weil es euch betrifft. Am meisten. Und wir können ja auch nichts anderes machen, also wir haben ja auch...
ich denke manchmal so zurück, ich meine, als ich in dem Alter oder jünger war, oder als ich in der Grundschule war, in der Schule war, gab es das Thema Waldsterben, es gab Tschernobyl, ich war 10, als Tschernobyl war, da sah die Welt auch ziemlich anders aus als heute oder ähnlich anders aus. Ja. Also das hat uns direkt betroffen. In Bayern ist ja ziemlich viel runtergekommen und das waren mindestens so einschneidend wie, also als ganz am Anfang wir nicht wussten, was passiert mit Corona, als diese die allerersten Maßnahmen gegriffen wurden. Man wusste ja nicht, was ist. Also ich sah mich wirklich zurückversetzt, wie zu diesem Zeitpunkt, als ich 10 war mit Tschernobyl. Das war genauso eine Ungewissheit. Wir wussten nicht, was kommt, können wir rausgehen und so weiter. Und das, genau, und Umwelt, was jetzt ein Thema, was den Klimawandel, die Umwelt betrifft, unsere Eltern haben uns schon überlegt, ob sie Kinder in die Welt setzen. Also es ist leider schon so lange. Und das ist eben das Erschreckende, dass einfach viel zu wenig passiert ist seitdem. Deshalb ist es ganz wichtig, steht der Tropfen, hüllt den Stein, das andere ist aber die Frage, was man machen kann, auf einer anderen Ebene vielleicht auch. Weil es gibt ja auch noch die wissenschaftliche Ebene. So. Die wissenschaftliche, das ist aber, selbst die Wissenschaftler, wenn ich ganz, ja, oder nee, sag du erstmal. Nein, ich meine, es gibt ja so, das ist ja, ja so ein riesiges Thema und man muss ja an so vielen Stellen ansetzen, dass halt eigentlich jede Person an irgendeiner Stelle ansetzen müsste dafür, um da halt irgendwas, also so. Man braucht ja auch trotzdem noch irgendwie Erkenntnisse da oder Zukunftsprognosen pro Ortteil, pro Stadtteil, um den PolitikerInnen überhaupt zu sagen, wie sie handeln können, damit die irgendwas beschließen können. Dann braucht man Presse, um es in die Bevölkerung zu bringen, damit überhaupt der Rückhalt der Bevölkerung da ist, Sachen zu machen. Und das ist ein Riesenthema. Naja, die Frage ist zum Beispiel, gibt es Verbindungen zwischen diesen Bewegungen, die sich auch mit Leuten aus der Wirtschaft zusammensetzen? Das würde mich mal interessieren. Denk schon. Denkst du es oder weißt du es? Ich weiß gar nichts. Du weißt es nicht. Ich weiß wirklich gar nichts. Ich bin 19, ich habe wirklich keine Ahnung von nichts. Also das wäre jetzt praktisch von Ihnen die Idee, wie wichtig es wäre, praktisch, dass die Bewegungen sich mit der Wirtschaft zusammentun, damit da sich was verändert. Ja klar, aber die Bewegungen sind ja auch alles nur Einzelpersonen und ich denke schon, dass es da Überschneidungen gibt, natürlich. Also, aber das wäre jetzt mehr so eine Strategie zu überlegen, nicht, dass du das machen musst, sondern nein, aber es so von der Effektivität wäre es gut, dass praktisch da mehr Beziehung ist zwischen solchen Bewegungen und der Wirtschaft, oder? Das war jetzt so Ihre Idee. Genau, das war meine Frage, weil im Grunde genommen die Leute in der Wirtschaft, die wissen es natürlich auch ganz genau und man weiß auch, dass die Ölkonzerne in den 70er Jahren oder früher wussten, dass was der Klimawandel für Folgen auch für die Meeresbewegung und für Hurricanes hat, die haben einfach die Pipelines viel stabiler gebaut, weil die wussten, was kommt. So, was ich aber noch, genau, was ich zum Thema Einzelpersonen noch fragen wollte, es gibt doch die Möglichkeiten, sich so gut zu vernetzen, also sicher ist Fridays for Future an sich auch mal sehr lokal organisiert, um eben diese lokalen Demos zu machen, aber wenn es auch deutschlandweit diese Stiftung oder, nee, es ist keine Stiftung, aber du hattest vorher gesagt, dass man da Geld beantragen kann. Ja, wir kriegen halt Spenden. Okay, und Spenden. Von den Spenden, also auf Demos sammeln wir Spenden. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, also wenn nicht, dann vielleicht nicht, aber wie ist man da bundesweit oder dann auf höheren Ebenen vielleicht so organisiert, dass man dann schon eher an Konzerne herantreten könnte? Würde mich einfach interessieren. Also grundsätzlich, ich habe halt davon keine Ahnung, weil ich jetzt kein politisches Gesicht bin, aber ich schätze, also grundsätzlich ist FFF halt so aufgebaut, man hat halt ist die 50 Leute. Ist das ein Leute. Verein auf Deutschland-Ebene zum Beispiel? Oder? Weiß ich nicht, okay. Wirklich keine Ahnung. Ist das eine Privatperson? Ich bin hier, wirklich, ich habe auch bin nicht noch nicht drängen. Qualifiziert, man kann das alles nachgoogeln. Ja. Nee, okay, genau. Wir hätten hier eine Frage. Ja. Also, Kommentar. Genau, also ich glaube, ich gebe dann weiter. Wir haben festgestellt, wir kommen dann aufs gleiche Thema. Einmal ganz kurz vorher Chapeau an die Ella, die so eine Ehrlichkeit hat und sagt, ich habe keine Ahnung. Das finde ich großartig, weil ich glaube, so eine Ehrlichkeit brauchen wir nämlich auch in der Gesellschaft, bei den ganzen komplexen Themen, dass man das auch mal sagen darf. Und also finde ich wirklich, das ist nicht nur so dahergefragt gesagt, weil ich habe über 50 Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, so ehrliche Sachen zu sagen, auch in beruflichen Umfeldern. Ja, und Greta, ja wirklich, ich finde das toll, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und Greta geht ja aufs Weltwirtschaftsforum, wollte ich jetzt nur noch mal dran erinnern und jetzt gebe ich mal weiter. Genau, ich wollte nur kurz sagen, dass durch Fridays for Future, durch die Jugendorganisation haben sich ja ganz viele andere For Future Organisationen gebildet. Also es gibt zum Beispiel Parents for Future, es gibt die Architects for Future, es gibt die auch Omis Economy. For Future.
genau, Omas for Future, genau, die Scientists for Future, und ich glaube dadurch, also gibt es auch, glaube ich, Economy for Future oder irgendwie Kleingewerbe for Future, also da gibt es ganz viele Gruppierungen unter diesem for Future Titel, die sich dadurch auch angesprochen gefühlt haben, die auch was verändern wollen in ihrem Bereich, und ich glaube, so kommt das auf jeden Fall auch in die Wirtschaft mit rein, dadurch, dass sich eben durch diesen Anstoß auch andere Gruppierungen gebildet haben. Ja, ich glaube, was mir einfach nicht ganz klar war, ist, vielen Dank dafür, danke. Mir war nicht ganz klar, wie das die Grundorganisation, wie stark das vernetzt ist, wie stark das auch gewünscht ist, das zu vernetzen und so weiter. Aber ja, danke schön. Ja, also nur kurz zur Vernetzung, man hat halt unten, also was heißt unten, es ist basisdemokratisch aufgebaut, jeder hat gleich viel Recht, jeder hat gleich viel Stimme, jeder hat, also eine Luisa Neubauer hat genauso viel Stimme in dem Ganzen wie ich eigentlich. Klar ist sie halt, hat sie halt das Gesicht und ist Sprecherin, aber auch sie erfüllt auch nur die Position von einer Sprecherin. Also wir haben ja auch eine Pressesprecherin bei uns. Mhm. Also wir haben halt 10 Leute, und von den 10 Leuten wird dann eine oder zwei Personen als Delegierte gewählt. Die sind dann halt auf einer neuen Ebene, von denen werden dann wieder 2 Personen als Delegierte gewählt, die sind dann wieder auf einer neuen Ebene. Aber die haben nicht mehr Macht als andere, also die haben auch keine Entscheidungsmacht. Im Endeffekt kommt halt immer ein Voting an die einzelnen Personen, und jeder votet halt mit, wenn es darum geht, zum Beispiel kriegt jetzt FFF Berlin so und so viel Geld, um eine Riesenbühne dahin zu stellen, und dann kann man halt voten oder man votet halt nicht, und im Endeffekt kommt es halt raus oder es kommt dann nicht raus. Also es ist im Endeffekt jetzt nicht so spannend organisiert oder so. Naja, also es ist auch eine Entscheidung, was basisdemokratisch zu organisieren, von daher ist es schon auch besonders. Es ist halt, wie es halt am Anfang funktioniert hat, als noch sehr wenige Leute waren. Mhm. Und die Orga-Gruppen organisieren halt dann was, wo dann halt eigentlich alle halt hinkommen, aber rein theoretisch kann jetzt auch jede Person von einem Streik zur Orga-Gruppe kommen und dann gleich Delegierte von Bayern werden. Also, weil die hat ja nicht mehr Macht, die gibt nur Sachen weiter und erfüllt halt die Funktion von der Kommunikationsperson und so. Also, okay. Machen auch alle ehrenamtlich und so. Ich würde gerne noch mal ein bisschen aufs Frauenthema zurückkommen. Ja. Als wir Vorgespräch geführt haben, haben Sie so gesagt, Sie haben eigentlich den Eindruck, es gibt so einen, eigentlich fast so einen Rückwärtsschritt, so Rollback. Wo nehmen Sie das wahr? Und das wird vielleicht da noch ein bisschen drüber sprechen. Also unterschiedlich. Ich denke, das ist auf verschiedenen Ebenen vielleicht. Also der eine Trend, der weiß ich nicht, den habe ich vor ein paar Jahren sehr intensiv beobachtet. Also generell das Gender-Thema, das ist vielleicht inzwischen, ich weiß nicht, so ganz aktuell geht es auch wieder zurück, aber das war so, dass man irgendwie in den Geschäften wirklich rosa und hellblaue getrennt gesehen hat, in den Schaufenstern und so weiter. Das war ganz krass, also bin ich wirklich erschrocken. Und dann, in manchen Familien auch, also wie die Rollenverteilung ist, was die Frau macht, was der Mann macht. Also in meinem Umfeld ist es tatsächlich gar kein Thema im Grunde in der Regel, also auch in den Familien, die ich sonst kenne und so. Also es ist eine gute Aufteilung. Ja, es ist eine ganz gute Aufteilung, die ich so mitkriege. Aber so in manchen Jüngeren, da habe ich manchmal das Gefühl, dass man so sich wohler fühlt in traditionellen Rollenbildern. Es muss nicht schlimm sein, aber es ist in mancher Hinsicht doch ein Rückschritt vielleicht. Und das andere im Beruf, ich habe den Eindruck, dass in meiner Generation oder vielleicht auch ein bisschen jüngere Männer vielleicht wirklich ihre Rolle neu finden müssen und dadurch doch wieder auch in alte Rollenmuster zurückfallen. Also ich habe tatsächlich nie große Probleme gehabt oder mit den sogenannten alten weißen Männern, die leider, Entschuldigung, ich glaube, hier sind sehr viele nette Männer, das sind alles nur nette Männer, aber die ja doch leider immer Thema sind wieder. Und ich habe, es gibt sicher diese, aber es gibt auch die Mehrheit, die ich kenne, die sind einfach vernünftig, würde ich mal sagen. Und ich habe aber den Eindruck, dass, es gibt natürlich einfach Rollenstereotype, die gibt es, und die haben wir Frauen genauso wie Männer, und da fallen wir auch unbewusst täglich zurück teilweise. Mhm. Aber gerade so im Wissenschaftsjournalismus auch, da sagt man sowieso, es ist ein Haifischbecken, aber wieder, was da manchmal, also ja, ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, an einer Stelle, die ich eigentlich hätte bekommen sollen,
wurde mir angeboten, mehr oder weniger, und ich hatte praktisch schon den Vertrag so noch als Muster, aber ich hatte ein Gespräch mit der Chefin drüber und dann war die Diskussion mit einem Herrn zusammen, hätte ich eine Redaktion machen sollen. Mhm. Und es hieß auch, ja, ich soll die Nachfolge von dem anderen Herrn, der eben in Ruhestand gegangen ist, geben. Und die haben alle gesagt, ja, ja, ganz toll, passt super, perfekt. Und dann ist plötzlich doch noch ein zweiter Bewerber aufgetaucht. Und letztlich hat es die Oberchefin dann dem Kollegen überlassen, zu entscheiden, mit wem er gerne arbeiten möchte. Mhm. Und es war dann nur irgendwie so ein kleines Bauchgefühl von ihm. Und die anderen Kollegen haben auch gesagt, das sagst du ihr aber, warum du dich so entschieden hast. Mhm. Das sagst du ihr jetzt direkt, bitteschön, das machen wir nicht. Und dann fing er an, sein Bauchgefühl zu rechtfertigen. Und dann kamen so viele Stereotype raus, was ich alles als Frau alles angeblich nicht kann und was man machen können muss bei dieser Stelle. Aha, ein ganz entscheidender Punkt war wohl noch, ja, der Kollege, der sei viel enthusiastischer beim Telefonat dazu gewesen, was erstens, ich wusste, es ging bei mir offiziell, haben sie mir alle gesagt, ich dachte nicht, dass es noch um irgendwas geht. Es ging darum, dass ich mir einfach ein paar Fragen stellen kann, nicht, dass ich mich da jetzt noch groß bewerben muss. Es ging außerdem, hatte ich die Nacht zuvor meine Großmutter am Sterbebett begleitet. Mhm. Das heißt, ich war entsprechend unausgeschlafen und so weiter. Das wussten die alle. Es war auch zu Corona-Beginn, wo das Gespräch, das in echt stattfinden sollte, dann doch telefonisch stattgefunden hat, macht alles Ding aus. Aber dann kamen so Sachen, ja, und man muss, also es ging um eine Redaktion, man muss dann auch auf Konferenzen gehen und die Leute ansprechen und ja, Männer sind ja mehr eine Rampensau. Also ich würde jetzt hier nicht auf der Bühne sitzen, wenn ich mich sowas nicht trauen würde. Und ganz viele solche Sachen. Und das war wirklich das Eklatanteste, was ich selbst erlebt habe. Und diese, wenn Menschen anfangen, diese Bauchgefühle zu rechtfertigen zu müssen, und das ist so absolut in die falsche Richtung gegangen. Und der Herr ist, ja, ist älter als ich, aber jetzt nicht so einer, ich hätte nicht gesagt, das ist jetzt so einer, der... Wo man es gedacht hätte, dass das dann so stark ist. Mhm. Nee, also und das passiert einfach ganz viel im Hintergrund, was man nicht mitbekommt. Hast du auch schon so ähnliche Erfahrungen gemacht? Also ich glaube, so Alltagssexismus ist, glaube ich, Standard für alle Frauen, die hier drin sitzen. Ob man ihn bemerkt oder nicht, ist die andere Frage. Aber ich war letzte Woche mit Klima hoch 3 bei einem Vortrag dabei. Also bist du Werkstudentin? Ja, ich bin Werkstudentin bei einer Klimaagentur, die eben so Wärmeplanung und sowas macht für Bruck, Starnberg und Landsberg. Und die machen eben zum Beispiel, haben letzte Woche in Landsberg einen Vortrag gemacht zu so Wärmeplanung halt. Habe ich halt aufbauen geholfen und auf einmal kam halt ein Dude oder so ein Typ auf mich zu und meinte so, also ich war in Klamotten für einen Vortrag, muss man dazu sagen, und meinte, und Sie bedienen hier, oder? Und ich dachte mir so, ich stand ja bei den Vortragenden und wäre ich ein Junge in meinem Alter gewesen, wäre ich sicher nicht gefragt worden, ob ich hier bediene. Sicher nicht. Also es ist ja voll und fein so, er kann mich gerne fragen, ob ich hier bediene, aber die Tatsache, dass er darauf schließt, nur weil ich ein junges Mädchen bin, dass ich nicht zu denen gehöre für den Vortrag, zu denen er gerade da ist, sondern dass ich ganz automatisch zu denen gehöre, die bedienen, obwohl ich keine Schürze anhatte oder irgendwie ein Tablett in meiner Hand hatte oder sonst was, und es sicher nicht gewesen wäre, wäre ich ein Typ gewesen, das hat mich ziemlich geschockt, und das war halt eine Woche her jetzt gerade, aber ich glaube so, Sexismus im Alltag ist schon ein Riesending, vor allem je mehr man sich darüber informiert, desto mehr fallen einem Sachen auf. Es geht von dem Punkt, dass ich nachts nicht alleine nach Hause komme, weil ich Angst habe, von irgendwelchen Männern überfallen, vergewaltigt zu werden, was auch immer, über, dass man vielleicht andere Noten in der Schule bekommt, in Kunst vielleicht besser benotet wird, weil man ist ja eine Frau, man ist kreativer, und in Mathe vielleicht schlechter, aber man hat ja nicht so ein komplexes Verhältnis, oder dass man einfach, oder ich habe das Gefühl, oder es ist auch von Studien belegt, dass Frauen viel mehr in ihrer Funktion gesehen werden und viel weniger als Mensch. Also sie ist eine Mutter, sie ist eine super Freundin, sie ist eine super Tochter, sie ist eine super Rednerin, sie ist eine super Wissenschaftlerin, bla bla bla. Aber das ist eigentlich gut, oder? Ja, aber es wird viel zu wenig auf den Menschen dahinter eingegangen und viel zu viel auf die Rolle, und daraus entstehen halt, finde ich, super sexistische Bilder, aber ich weiß nicht,
es ist halt, obwohl über das Gendern diskutiert wird und so weiter, ist irgendwie der Hintergrund, dass man immer noch Männer als mehr als Menschen und als kompetenteren und mit sich selbst reineren Menschen sieht als Frauen, finde ich irgendwie schade. So. Ich glaube, ein großes Problem, darf ich noch ganz kurz? Ja, dann würde ich gerne noch mein Publikum eine Möglichkeit geben. Ein großes Problem ist auch, dass, also was ich jetzt vorher auch erzählt habe oder was du auch sagst, was zum Alltagssexismus ist und dass vieles im Hintergrund passiert, was man so gar nicht mitbekommt und erst wenn einer sich so outet, wie eben vorher. Und dass ganz viele Dinge so, es gab auch eine Phase in meiner, also während meiner Laufbahn, wo ich mir einfach, ich hatte so ein inneres, sicheres Gefühl, dass ich gedacht habe, wenn ich ein Mann wäre, wäre ich längst Professorin. Also, dass ich einfach, dass wir einfach viel mehr kämpfen müssen. Das ganze System ist auch basiert auf gewissen Dingen, die uns einfach nicht so klar sind. Und wie man durch dieses System durchkommt, dieses Wissenschaftssystem und so weiter, das sind einfach ganz viele Dinge. Mhm. Und aber umgekehrt muss ich auch sagen, ganz klar, wenn es jetzt darum geht, um den Schulterschluss, ja, da sind wir Frauen, wir halten ja dann auch mehr zusammen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, in einer großen Sache, im großen Gremium oder im Hintergrund irgendwelche Fäden zu ziehen, dann verrate ich auch nichts, was mir eine Frau gesagt hat oder so, wenn es jetzt darum geht. Ich glaube, das ist eigentlich auf beiden Seiten so. Und dann muss man einfach, ich glaube, deshalb ist es auch ganz wichtig, irgendwie einen Ausgleich hinzukriegen, um eine dominante Seite da deswegen habe ich zuerst mal nach diesen Netzwerken gefragt, die man so aufbaut. Und ich glaube, das ist was ich so im Lauf meiner Berufstätigkeit gelernt habe, wie ich diese Netzwerke dann auch nutze oder wie ich jemanden mal unterstützen kann oder wie man sich gemeinsam für eine Sache unterstützen kann. Aber ich würde jetzt gerne nochmal eine Frage vom Publikum oder ein oder zwei Fragen vom Publikum auch gerne nochmal an unsere beiden Gästinnen heute. Keine Fragen? Die Luzi? Ja, zum Thema Wissenschaftskommunikation. Also da geht es mir einerseits um, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Natur, also die Wissenschaft, die ja Wissen schafft, was uns eigentlich alle interessieren sollte, weil es ja Wissen und es ist ja spannend, das so ein bisschen verpennt hat die letzten Jahre, ihre Erkenntnisse richtig zu kommunizieren, was man da in Zukunft besser machen kann und auch wie man selber vielleicht das auch besser machen kann oder wo man, also weiß ich nicht, wie man das vielleicht auch, also ob es jetzt Strömungen gibt, wie, dass man da jetzt aktiver dran arbeitet, dass man es besser macht, weil es kann nicht jeder immer Science lesen und und woran es vielleicht liegt, dass es früher so ein bisschen verpennt wurde. Darf ich ganz kurz fragen, mit die letzten Jahre, welcher Zeitraum damit gemeint ist? Jetzt hat? Ja. Also ich würde sagen, für mich ist so, also ich bin jetzt 31 und also quasi die erste Klimakonferenz war in dem Jahr, wo ich geboren wurde, 92. Und ich würde sagen, seitdem ist das Thema eigentlich präsent, man soll es wissen und wir haben nichts gemacht. Und deswegen, also wäre jetzt für mich so dieser Zeitrahmen. Quasi. Also jetzt speziell bezogen auf den Klimawandel oder generell die Wissenschaftskommunikation? Entschuldige mich. Nee, also an sich Klimawandel ist ja auch mein Thema, deswegen würde ich es jetzt auf Klima beziehen, aber ich finde eigentlich in allen möglichen Sachen, okay, also auch mit jetzt Pandemien oder dass eben das Gesundheitssystem so runtergewirtschaftet wurde, obwohl klar war, dass Pandemien kommen werden und also kommen und kommen werden und so. Also da, also genau, ich habe deshalb nachgefragt, weil also meine Beobachtung war zumindest mit der Pandemie, ist ja da schon, ein Umdenken hat ja stattgefunden und da ist man ja auch ganz sehr direkt nach außen angetreten. Ne? Und was den Klimawandel betrifft, es gab schon länger immer Stimmen, die auch nach außen gesprochen haben, aber einfach zu wenig. Und wenn ich so allgemein die Wissenschaftskommunikation ansehe, dann der Wille ist da und die Institute, die Unis machen das auch, aber aus meiner Sicht wird viel zu wenig investiert. Ein Max-Planck-Institut hat eine Pressesprecherin, einen Pressesprecher, die Uni hat einen Pressesprecher, aber für alle Bereiche. Also die TU ist eine Ausnahme, die haben ja einen ziemlichen Stab inzwischen, glaube ich, an Presseleuten und einen riesen Kommunikationsstab. Die LMU, glaube ich, weniger, also die bauen es auch ein bisschen aus. Also da gibt es jetzt gerade Herr Lesch hat, glaube ich, mit der Förderung von der Volkswagen-Stiftung so ein kleines Center aufgebaut, das jetzt in der Testphase. Ich frage mich immer, warum muss das eine Testphase sein? Es ist doch absolut längst bekannt, dass es sowas geben muss. Mhm. Und
leider ist es so, dass diese ganzen Kommunikationsstellen, sei es jetzt an Max Planck oder Uni oder wo auch immer, die sind alle auch nur immer auf 2 Jahre ausgeschrieben. Warum mache ich das? Warum? Ich weiß doch, wir wissen längst, dass wir sowas dauerhaft brauchen. Und ich muss mir nicht 2 Jahre einen Menschen angucken, ob er es kann oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann kriege ich den auch so weg und kann jemand Neues holen. Und das finde ich vollkommen unverständlich. Und also ich bin ja jetzt ganz lange freiberuflich tätig gewesen. Ich habe jetzt in diesem Jahr tatsächlich eine Jahresstelle, auch bewusst diese Jahresstelle angenommen, weil das Wissenschaftsjahr unser Universum war oder ist noch. Da habe ich was für gemacht, das ja vom BMBF immer auch ausgerufen wird. Aber ich gucke jetzt auch eben in Zukunft, dass ich einfach eine Anstellung habe. Und die ganzen Stellen, die sind alle 2 Jahresstellen. Und das ist das Problem. Und gerade also das Wissenschaftsjahr, also das hat, also gerade die Leute aus der Astronomie, die machen besonders viel Wissenschaftskommunikation und wir versuchen jetzt so ein bisschen das so als Aushängeschild zu nehmen und guck mal, was da geklappt hat mit verschiedenen Dingen, um zu sagen, Wissenschaftskommunikation kann man auch so machen und das noch weiter vorantreiben. Aber es ist so unglaublich schwer, dafür Geld zu bekommen. Das ist das große Problem, glaube ich. Es ist nicht so, dass man es nicht weiß oder dass es nicht gewohnt ist. Und es hat ja auch immer eine Auswirkung, wenn es nur eine 2-Jahres-Stelle ist, wer bewirbt sich drauf? Ja? Wer ist mit dieser Perspektive zufrieden? Wer ist zufrieden und man engagiert sich auch ganz anders. Also, okay, aber Sie sagen eben auch, die Unis wachen jetzt gerade auf, dass es mehr braucht. Naja, die sind oder? Schon längst aufgewacht, würde ich sagen, aber das Geld kommt halt nicht. Okay. Liegt es da dran, kurzer Einschub, ich habe heute Morgen mit meinem Freund diskutiert, warum, weil TU und LMU sind ja ungefähr gleich international gestellt, so ungefähr von der Erkenntnissen und so weiter, oder? Also habe ich das, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, sind ja irgendwie beides Elite irgendwie bei Unis, oder? Ja, genau. Und mein Freund meinte zu mir, ja, wie kann es sein, dass die LMU davon dabei ist, weil man bekommt von denen ja nichts mit, aber macht ja Sinn, wenn du sagst... Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so. Ja. Also ich glaube, dass sie nur so weniger haben, aber ja, genau. Ja, aber das würde Sinn machen. Ja, also voll das interessant. Kann sein, ja. Okay, wir haben jetzt schon 5:05. Herzlichen Dank an Sie beide für Ihre Einblicke, für Ihre Meinungen. Manchmal unangenehm, also dass man es, ja, wie ich sage, Stein im Schuh, dass sie uns mal wieder in die Aktion bringen, aber auch neugierig gemacht haben auf ihre Bücher. Frau Mokler, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank an euch beide und das Schlusswort hat dann die Diana. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Ja, dann schließe ich mich. Jemand auch nach hinten, damit ich auf dem Bild bin. Dann schließe ich mich da an. Ganz herzlichen Dank. Ich fand es unglaublich interessant, wirklich. Also erstaunlich, wie viele Überschneidungen auch jetzt waren. Also war auch sehr gut geplant. Also liebe Karin, auch an dich. Danke. Herzlichen Dank. Genau. Die du immer in den Vorgesprächen da so viel rausholst und das dann hier so interessant auf die Bühne bringst.